Wir sind immer noch im Vorlesungsteil, der uns dazu hinführen soll, dass wir Indexterme bestimmen können. Und dann haben wir jetzt hier mal so Textanalyse genannt. Das soll so ein bisschen uns dazu bringen, dass wir sagen, wie kann man denn Dokumente, Textdokumente so auseinandernehmen, dass man dann tatsächlich die Dinge bestimmt, die man in den Index packt. Wir hatten uns im letzten Screencast so ein bisschen Statistiken angeschaut. Wie groß wird wohl das Vokabular sein? Die Anzahl der verschiedenen Terme für eine Kollektion hatten gesehen, das wird immer weiter wachsen. Wie ist so die Termhäufigkeit verteilt? Da hatten wir gesehen, es gibt ein paar Terme, die sind sehr, sehr häufig vergleichsweise, machen also die Vorkommen dieser Terme viel Anteil vom Text aus. Und wir hatten gesehen, dass es sehr, sehr viele Terme gibt, die extrem selten in einer großen Kollektion oder in langen Texten vorkommen werden. Dann hatten wir noch so ein bisschen geschätzt, wie man eben beispielsweise rauskriegen kann, wie groß der Index ist, den eine Suchmaschine tatsächlich hat, also beziehungsweise wie viele Dokumente da drin sind. Und der nächste Punkt, den wir jetzt eben anschauen werden, ist die Frage, wie bekommt man denn die Dokumente in den Index? Ein erster Schritt dafür ist eben, dass man die parsen muss. Und ein zweiter Schritt wird dann noch sein, wichtige Informationen gegebenenfalls noch mit heraus zu extrahieren, wenn einem nicht einzelne Wörter beispielsweise ausreichen. Das werden jetzt so die nächsten zwei Screencasts sein. Schauen wir uns das mit dem Parsing ein bisschen genauer an und kommen nochmal kurz darauf zurück, was eigentlich die kleinste Einheit ist, die wir in so einem Retrieval-Prozess zurückliefern wollen. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also typischerweise bei sowas wie einer Suchmaschine fürs Web ist es ein Dokument, aber man kann auch beispielsweise bei sowas wie Argumentsuchmaschinen davon ausgehen, dass es einfach nur ein Stückchen Textabsatz ist. Also ein Argument ist üblicherweise kürzer als ein ganzes Dokument. Das kommt also ein bisschen auf den eigentlichen Anwendungsfall an. Wir hatten auch schon im Prinzip gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Dokumenten und Dateien gibt. Es gibt also klassische Fälle, wo pro Datei ein Dokument existiert, sowas wie Webseiten oder irgendwelche PDF-Files oder Office-Dokumente, die dann eben üblicherweise in einer Datei gespeichert sind. Es kann aber auch sein, dass in einer Datei viele Dokumente sind. Typisch sind sowas wie Archive oder auch sowas wie Sammelbände, hat man gesagt, also im Prinzip Bücher mit mehreren Beiträgen. Und am Ende gibt es natürlich auch sowas wie viele Dateien sind ein Dokument. Also etwa, wenn man sowas wie gepagte Webseiten hat, wo dann quasi dreimal geklickt werden muss, dass man den ganzen Inhalt erst sieht. Und damit muss man eben auch umgehen können, eigentlich als Webseite. Aber das ist im Prinzip was, was jetzt hier nicht weiter vertieft wird, wie man das dann gegebenenfalls zusammenpackt. Angenommen, wir hätten im Prinzip ein einzelnes Dokument und wollen das in den Index packen, dann ist jetzt die Frage, wie kriegt man das geparst? Manchmal kann es aber auch tatsächlich so sein, dass man sagt, man will gar nicht einzelne Dokumente in den Index packen, sondern eben Teile der Dokumente. Also beispielsweise, wenn ich in einem Dokument ganz viele Kommentare habe, dann will ich die vielleicht doch einzeln auseinanderstückeln. Aber das ist im Prinzip ja erstmal nur die Frage, was ist die kleinste Einheit, die als Einheit in meinen Index wandern soll. Also als da kommt irgendein Term drin vor im Index stehen soll. Da muss man sich manchmal fragen, ob man das Dokument auseinandernimmt, wenn es zu lang ist. Oder ob man es eben so lässt, wie es ist. Und wenn die Dokumentlängen sehr unterschiedlich sind, muss man sich später auch beim Retrieval-Modell so ein bisschen darum kümmern, dass man mit Dokumentlänge tatsächlich umgehen kann. Kommen wir dann später in der Vorlesung nochmal genauer dazu. Aber im Hintergrund erstmal behalten, wir werden jetzt einfach immer die kleinste atomare Einheit, die zurückgeliefert werden soll, als Dokument bezeichnen und meinen damit manchmal eben auch was, was tatsächlich ein bisschen kleiner als ein Dokument sein kann. Wir hatten im Prinzip schon diese Pipeline auch gesehen und gesagt, okay, wenn ich Dokumente oder auch Anfragen vorverarbeite, also Dokumente vorverarbeiten, um sie in den Index zu packen, Anfragen muss ich vorverarbeiten, um sie quasi zu verstehen und auf die Indexterme zu mappen. Wenn ich das mache, dann prozessiere ich die im Prinzip in einer Art und Weise, dass ich sie normalisiere, dass ich die Texte normalisiere. Und wir hatten gesehen, bei so einem Dokument ist die übliche Vorgehensweise, dass man mehrere Schritte hat, also erstmal den Text extrahiert aus dem Dokument, den Text dann tokenisiert, Stopworte gegebenenfalls entfernt oder auch nicht und dann noch sowas wie lemmatisieren oder stemmen und am Ende hat man so Indexterme, so ein bisschen was, was hier noch dazu gehört, ist irgendwo dann Information Extraction, das kann man sich so auch vielleicht als eine parallele Pipeline dann vorsehen und damit werden wir uns dann im nächsten Screencast
beschäftigen. Was das Grundprinzip ist für diese Vorverarbeitungsschritte, dass man also das Vokabular verschiedener Dokumente im Prinzip vereinheitlichen möchte und dass es auch quasi dem Vokabular möglichst nahe kommt, was dann Nutzer später zum Anfragestellen benutzen wollen. Dass man da also verschiedene Möglichkeiten hat, um gegebenenfalls auf Nutzeranfragen flexibel reagieren zu können. Jeder dieser Schritte ist noch nicht vollständig gelöst. Für jeden dieser Schritte gibt es im Prinzip Heuristiken, die das einigermaßen gut können, also beispielsweise tokenisieren. Aber für keins davon gibt es jetzt schon die finale Lösung. Manchmal gibt es halt Probleme und die eine Lösung geht mit dem einen Problem besser um, die andere mit dem anderen Problem. Man muss sich dann also im Prinzip für jeden dieser Schritte für eine Art und Weise entscheiden, was man damit macht, also welches Verfahren man anwendet. Und je nachdem dann mit verschiedenen Fehlern leben, die sich gegebenenfalls auch durch die ganze Pipeline dann noch potenzieren. Ein zweiter wichtiger Punkt dieser Pipeline, nicht nur die einzelnen Indexterme zu finden, sondern eben auch tatsächlich verwandte Informationen mit abzuleiten. Also sowas wie Statistiken oder so, irgendwelche Dinge mal zählen. Beispielsweise, das passiert auch im Prinzip beim Textanalyse, Textvorverarbeitungsschritt, der dann vor dem eigentlichen Indexbauen passiert. Was sind so die einzelnen Schritte, die man braucht? Naja, als erstes ist es ja so, dass die meisten Dokumente, wenn man jetzt über Websuchmaschinen spricht, schon eher in so einem Format wie HTML vorliegen. Und ansonsten Dinge, die nicht in HTML vorliegen, die werden erstmal in HTML konvertiert. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten im Prinzip in der Einleitung so ein bisschen drüber gesprochen bei der Architektur. Grundsätzlich versucht eine Suchmaschine erstmal alles in eine interne Struktur zu passen. Und diese Struktur ist üblicherweise HTML. Und wenn man jetzt ein PDF-Dokument findet, dann versucht man da halt ein HTML-Dokument draus zu machen. Das heißt, dieser Konvertierungsprozess, da gehen wir davon aus, dass der schon quasi passiert ist. Also im Prinzip in dem Moment, wo man die Akquise durchgeführt hat und auch quasi parallel so ein bisschen zu dem Crawling sozusagen die Dokumente, die man gefunden hat, in den Document Store gepackt hat. Das heißt, in diesem zweiten Textanalyseschritt beim Aufbau des Indexes gehe ich davon aus, dass wir erstmal schon mal alles in HTML konvertiert haben. Die Indexterme, die möchten wir jetzt also aus dem HTML bekommen und gegebenenfalls auch aus den URLs, unter denen die Dokumente gefunden wurden. Und das ist ja im Prinzip, die URL ist im Prinzip das, was dem Nutzer eines Browsers als Kommunikationsmedium, als Schnittstelle zur Verfügung steht. Er kann da URLs eintragen, beziehungsweise wenn er nach was gesucht hat und dann auf Links klickt, dann sieht er eben die URLs in dieser Adresszeile, wenn er die tatsächlich manchmal beachtet. Und ja, die meisten Leute ignorieren die wahrscheinlich und gucken gar nicht so genau hin. Aber wenn man da mal genau hinschaut, stellt man fest, URLs sind im Prinzip sehr unterschiedlich. Manche sind sehr kurz. Also kurze oft als ein Mittel, möglichst die URL sich leicht merken zu können. Manche sind sehr lang und haben irgendwie so ziemlich kryptisches Zeug hinten dran hängen. Hier unten sieht man mal zwei Beispiele. Wikipedia, Tropical Fish. Naja gut, da steckt im Prinzip in der URL drin, dass das der Artikel über Tropical Fish ist. Hier ist irgendwie eine Google-URL, die ist ziemlich lang und was da hier alles drin steckt, das ist gar nicht so wichtig. Deswegen, während man so einen Text zerlegt und so ein Dokument parst, ist die URL schon irgendwie wichtig, aber eigentlich ist im Prinzip nur so dieser richtig sichtbare Teil vielleicht wichtig. Also die Domäne, der erste Teil sozusagen und gegebenenfalls auch sowas wie so der Pfad, der entsprechenden gut strukturierten Webseiten eben auch wichtige Informationen noch liefert und beispielsweise nochmal sagen würde, ja, Tropical Fish steht auch schon in der URL, deswegen ist es vielleicht noch wichtiger für das Dokument. Ja, gut, es wird auch der Titel des Dokuments ziemlich sicher sein und im Dokument häufig vorkommen, aber es ist noch ein Boost, wenn es eben auch in der URL tatsächlich vorkommt. Das Problem, was man dann üblicherweise hat, was wir jetzt nicht genauer vertiefen werden, aber das ist im Prinzip vielleicht was für die spätere, tiefere Analyse, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigen will. Wie kann man eigentlich URLs zerlegen? Das ist so ein ähnliches Problem wie beispielsweise zusammengesetzte Wörter im Deutschen in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Und das ist nicht immer ganz eindeutig und klar, wie es passieren sollte. Also wenn man beispielsweise eine URL einfach ohne Bindestriche oder sowas hintereinander wegschreibt in der Domäne,
Oder etwa hier in dem Pfad einfach Tropical Fish ohne diesen Underscore schreiben würde, muss man erstmal rauskriegen, was eigentlich die Wörter sind, die das da zusammensetzen. Also es ist ein ganz eigenes Problem, wenn man die URL quasi mit zerlegen will und mit indizieren möchte, was Suchmaschinen üblicherweise versuchen. Das werden wir jetzt nicht so im Detail uns weiter angucken, aber nur schon mal der Hinweis, URLs in ihre Bestandteile zu zerlegen, klingt erstmal einfacher, als es dann tatsächlich ist. Der Teufel steckt auch da wieder im Detail. Ansonsten wichtig eben auch zu erkennen, dass ein großer Teil von vielen URLs tatsächlich einfach nur Rauschen ist und das will man dann nicht mit indizieren. Die Dokumentstruktur selbst ist natürlich auch irgendwie was Wichtiges. Wenn man zum Beispiel auf so einen Wikipedia-Artikel schaut, sieht man eben, okay, es gibt eine URL, da steckt Tropical Fish drin, es gibt einen fettgroß hervorgehobenen Teil als Titel, da steckt Tropical Fish drin, scheint also der Artikel auf Englisch zu sein, wo es um tropische Fische geht. Und Tropical Fish kommt auch hier noch ziemlich oft vor. Und hier beispielsweise mal Fett. Hier gibt es Unterüberschriften, Aquariumfisch, ziemlich interessant. Manches kommt in Captions von Bildern vor. Das könnte also alles wichtige Informationen sein über die Struktur des Dokuments und eben beispielsweise sowas wie der Term kommt hier in Fett vor und er kommt im Titel vor. Das scheint also ein ziemlich wichtiger Term oder eine ziemlich wichtige Phrase zur Beschreibung dieses Dokuments zu sein, Tropical Fish. Und das möchte man irgendwie eigentlich beim Parsen des Dokuments und beim Indizieren nicht verlieren, diese Information. Wenn man jetzt als Maschine da drauf guckt, sieht die Seite natürlich ein bisschen anders aus. Die sieht halt einfach aus wie so ein, ja, ich sage jetzt mal, Textdokument, in dem Fall ist es ein HTML-Dokument. Und da steht ein bisschen Zeug drin. Man wird erkennen, da gibt es einen Titel, Tropical Fish, okay. Das ist aber quasi der Titel, der im Prinzip der Titel der ganzen Webseite ist. Dann gibt es noch so eine Überschrift, Tropical Fish, die würde man tatsächlich als Mensch dann sehen. Und es gibt was, das ist in Bold, also in solchen B-Tags, das ist also fett gedruckt. Es gibt Links hier drauf und so weiter und so fort. Irgendwas ist auch mal in Kursiv vielleicht gedruckt und so. Und das muss man sich im Prinzip alles als Parser des Dokuments, der Indexterme, ausrechnen soll, so ein bisschen mitmerken. Also es gibt Metadaten, die für den Nutzer interessant sind, sowas wie, was ist der Titel, welche Texte sind irgendwie gehighlightet, was ist auch so ein Ankertext bei solchen Links, also der Text quasi, auf den man klicken könnte, wenn man dem Link folgen will. Und dann gibt es natürlich auch noch so Metadaten, die eher auf Maschinen abzielen, also sowas wie die Schlüsselwörter hier etwa oder so. Und das Wichtigste dabei ist, wenn man Webseiten parst als Maschine, man sollte sich nie darauf verlassen, dass der Nutzer das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt hat. Häufig ist es tatsächlich so, früher zumindest gewesen und bis die Suchmaschinen dann da drumherum gearbeitet haben, dass man in diese Meta-Geschichte einfach alles Mögliche reingepackt hat, wofür das man gefunden werden sollte und wollte. Und eigentlich ging die Webseite um was ganz anderes. Und solchen Quatsch erkennen die Suchmaschinen mittlerweile eigentlich ganz gut und bestrafen es auch, aber ja, man sollte sich nie darauf verlassen, dass das, was irgendwie ein Mensch irgendwo eingeschrieben hat, dass das tatsächlich passt. Und im Zweifel lieber nochmal prüfen, ob das stimmt. Aber der wichtige Punkt ist, diese Dokumentstruktur und das Markup, das sind Sachen, die will man nicht verlieren, weil sie eben wichtige Informationen darüber beinhalten, was wichtig ist auf einer Seite. Was ist fett? Das ist wichtiger als das, was nicht fett ist. Oder was ist kursiv, das ist wahrscheinlich irgendwie wichtiger als das, was nicht kursiv ist. Und was im Titel steht, natürlich ganz besonders noch wichtig. Also diese Information möchte man auch mit retten, um sie später beim Indexaufbau beispielsweise zu benutzen, um ein größeres Gewicht für einen bestimmten Term und eine bestimmte Webseite einzugeben. Wichtiger Punkt, der dann sich anschließt, ist überhaupt zu sagen, ja gut, was sind denn eigentlich hier die Terme, Token, Wörter auf der Webseite? Und im Prinzip ist das Tokenisieren ein Prozess, der eine Folge von Zeichen in eine Folge von Token zerlegt. Und Token ist im Prinzip als Definition eine Folge von Zeichen, die eine semantisch sinnvolle Einheit bilden. Ein ganz einfaches Beispiel, Worte. Aber es gibt eben noch viel mehr und in manchen Sprachen ist es eben auch gar nicht so leicht zu sagen, was ist denn jetzt ein Wort und was ist es nicht. Wir werden so ein bisschen missbräuchlich immer später dann auch wahrscheinlich Token und Term und Wort ein bisschen miteinander verwechseln, aber eigentlich sollte man im Hinterkopf behalten, Token ist erstmal einfach nur eine Folge von semantisch zusammenhängenden Zeichen
Ein Term ist dann eher immer so ein normalisiertes Token. Also wenn man die dann in eine normalisierte Form gebracht hat, und das ist genau das, was wir jetzt hier in ein paar Schritten hintereinander beim Parsen von Dokumenten machen wollen. Aber eben der erste Schritt ist Tokenisieren. Und zum Tokenisieren selbst gibt es ein paar Heuristiken, die aber sich im Prinzip als nicht besonders leistungsfähig gezeigt haben, die aber immer mal wieder benutzt werden. Man könnte beispielsweise denken, in so einer Sprache wie Englisch oder Deutsch, fangen wir doch mal an und tokenisieren, einfach indem wir nach den Leerzeichen gucken. Da können wir hier so gucken, Freunde, Römer, Landsleute, Mitbürger, was auch immer, wie man es übersetzt. Hört mir zu. Was sollen denn die Token hier sein? Naja, aus linguistischer Sicht sind es die einzelnen Wörter, also Freunde, Römer, Landsleute und so weiter. Aber die Satzzeichen sind auch separate Token. Da muss man schon mal überlegen, ob das so sein soll oder nicht, je nachdem, welchen Tokenisierer man benutzt. Wenn man beispielsweise einfach nur den Leerzeichen trennt, wären also Friends, Komma, Freunde, Komma, wäre ein Token. Wenn man also nicht die Satzzeichen extra nochmal separiert. Und es kommt also so ein bisschen darauf an, welchen Tokenisierungs Algorithmus man benutzt, was man dann auch für Ergebnisse bekommt. Wichtig im Hinterkopf immer wieder behalten, so wie ich meine Dokumente tokenisiere, sollte ich später auch die Anfragen tokenisieren, sonst bekomme ich unterschiedliche Tokens und das ist üblicherweise der erste Weg vom Pfad der Tugend, der erste Schritt vom Pfad der Tugend, weil man dann gegebenenfalls schon, wenn man die Anfragen anders tokenisiert, als die Sachen, die im Index stehen, eben die Indexterme gar nicht so gut matchen kann. Also sowas wie Whitespace funktioniert nicht so gut. Man könnte noch so ein bisschen postprozessen und sagen, naja gut, dann trenne ich halt im Anschluss noch die Satzzeichen ab, falls es die gibt. Aber im Prinzip werden wir noch auf den nächsten Folien dann Dinge sehen, die das ganze Tokenisieren noch ein bisschen schwieriger machen. Whitespace-Tokenisierung ist eine allererste Näherung, okay, ja, aber so ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Was man früher auch immer mal gemacht hat, ist zu sagen, ja, alles, was zusammenhängt und länger als 3 ist und dazwischen ist vielleicht ein Leerzeichen oder irgendein Satzzeichen oder so. Das sind meine Token. Ja, das hat am Anfang bei Track beispielsweise ganz gut funktioniert, aber man hat dann auch schnell erkannt, so richtig gut ist es dann doch nicht. Es muss ein kleines bisschen komplexer schon sein, als einfach nur an Leerzeichen oder Satzzeichen zu trennen. Gerade auch in so Sprachen, wo man denkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, wie Englisch oder Deutsch. Und in anderen Sprachen, da spreche ich mal gleich nochmal zumindest ganz kurz drüber. Da ist das sowieso ein bisschen anders, weil beispielsweise im Chinesischen gar nicht so klar ist, was da eigentlich Leerzeichen sind. Und da muss man ganz anders drüber nachdenken, wenn man Wörter beispielsweise in Texten erkennen will. Was noch so ein bisschen als Hinweis vielleicht dienen sollte, Token und Typ wird manchmal noch unterschieden. Also in so einem Satz, a rose is a rose is a rose. Punkt, würde man als Tokenbrille draufschauen, sagen, ja gut, da gibt es ja nur 9 Token. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Punkt, auch noch ein Token. Wenn man aus Typensicht draufschaut, sagt man, ne, 9 ist ja viel zu viel. Eigentlich sind es doch nur 4 Typen, nämlich R ist ein Wort, Rose, also ein Typ Token. Das R kommt hier vor, hier vor und hier vor. Dabei sagt man schon, okay, groß und klein ist mir nicht wichtig. Werden wir gleich noch dazu kommen, dass das bei Suchmaschinen ganz üblich ist. Rose kommt halt dreimal vor, aber immer der gleiche Typ. Is kommt zweimal vor. And, ach, und der Punkt, der kommt am Ende dann einmal vor. Also eigentlich habe ich nur 4 verschiedene Typen, aber insgesamt 9 Token. Ja, diesen Unterschied, den kann man machen, werden wir jetzt hier durch die Vorlesung nicht so durchziehen, aber im Hinterkopf behalten. Mit Token meint man also auch, wenn das Ding dreimal vorkommt, dann zählt man es dreimal. Mit Typ würde man es dann nur einmal zählen. Und ansonsten ist Tokenisieren, wie schon angedeutet, eben extrem sprachabhängig. Sowas wie Englisch oder so, da geht es vielleicht noch einigermaßen leicht. Viel, viel schwieriger als Whitespace zu nehmen und Satzzeichen und so ist es dann am Ende vielleicht doch nicht. Ein paar Fallstricke muss man beachten, aber in sowas wie im Chinesischen, da werden Wörter einfach gar nicht durch irgendein spezielles Zeichen voneinander getrennt und da muss man, wenn man die Wortgrenzen bestimmen will, ganz anders vorgehen, ist ein Problem in sich selbst, was wir jetzt hier aber nicht weiter vertiefen werden. Was für Probleme hat man noch, wenn man über Tokenisieren nachdenkt? Naja, sowas wie alles, was länger ist als 3, ist ein bisschen kurz gegriffen beispielsweise.
Es gibt viele Token, die kurz sind und trotzdem wichtig, sowas wie XP, kennen Sie vielleicht nicht mehr, war mal früher eine Windows-Version, oder sowas wie PM als Zeitangabe, oder das I in Ben E. King, oder Ben selbst schon fällt weg, oder El Paso, ist halt eine Stadtname, wenn man nur Token übrig lässt, die mindestens drei Zeichen haben, oder die mehr als drei Zeichen haben, bleibt halt nur Paso übrig, Master P oder irgend sowas, World War II oder so, kriegt man nicht mehr auseinandergehalten. War würde auch womöglich wegfliegen, wenn man sagt, es müssen mindestens vier Zeichen lang sein. Also Tokenlänge muss man vorsichtig sein. Das ist also nur eine sehr, sehr ja, schlampige Heuristik, wenn man sagt, es muss länger als drei Zeichen sein, dass ich es als Token betrachte. Also Punkt 1, Länge, nicht so ein gutes Signal. Gibt auch Token, die nur ein Zeichen lang sind. Großkleinschreibung ist sowas, was man im Prinzip oft ignoriert. Also wir werden dann auch sehen, dass man beim Indexaufbau von Suchmaschinen irgendwo fängt man dann an und sagt, ich lowercase erstmal alles. Gleichzeitig will man aber, so ähnlich wie das Dokumentenmarkup eigentlich auch, so ein bisschen Informationen vielleicht doch noch behalten, weil manchmal macht es eben doch einen Unterschied, ob ich Apple beispielsweise groß oder klein schreibe. Wenn ich es groß schreibe, meine ich mit ziemlicher Sicherheit die Firma, außer es steht am Satzanfang. Wenn ich es klein schreibe, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich die Frucht meine und nicht die Firma. Typischerweise machen aber viele Suchmaschinen irgendwann so einen Normalisierungsschritt, dass sie sagen, alles wird gelowercased. Also Groß-Kleinschreibung wird zu Kleinschreibung gemacht, weil die meisten, die Suchanfragen eingeben, sich auch nicht um Groß-Kleinschreibung scheren. Ein bisschen Problem ist manchmal noch sowas wie solche Sonderzeichen, also Apostrophe, Bindestriche oder irgendwie Zeichen wie Plusse, Punkte, Hashes oder so weiter. Sieht man halt, wenn man sich fragt, sind das jetzt sowas wie O'Donnell oder Can't, ist das jetzt oder Don't, ist das ein Token? Sollte ich es zerlegen in Do Not beispielsweise? Muss ich dann O'Donnell in O Leerzeichen Donnell zerlegen? Alles nicht so ganz so klar, wie man es handhaben sollte, aber im Prinzip muss sich jeder Tokenisierer für eine Art entscheiden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte englischen Text tokenisieren, muss ich irgendwie mit Apostrophen umgehen. Genauso Bindestriche. Bei manchen Bezeichnungen ist eigentlich in der offiziellen Bezeichnung der Bindestrich zumindest am Anfang üblich gewesen, sowas wie eBay oder so, hat man früher mit Bindestrich geschrieben, Walmart auch, oder so Stadtnamen wie Winston-Salem. Ist das jetzt ein Token oder manchmal sieht man auch sowas wie eine Textnormalisierung, die alle Sonderzeichen rausschmeißt? Würde ich es dann jetzt als Leerzeichen schreiben, zusammenschreiben? Bei eBay ist es sicherlich eher zusammen. Winston-Salem, ja, weiß man nicht, ob man es zusammenschreiben würde oder so. Oder T-Shirts auch so eine Geschichte. Also im Prinzip muss man auch damit umgehen und vielleicht sich irgendwann dann entscheiden, naja gut, dann sind die Sonderzeichen halt dabei, aber ist es jetzt wirklich so, dass jeder Bindestrich immer zu dem Wort gehört? Ja, muss man so ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende nimmt man einfach wahrscheinlich irgendwann einen Tokenisierer, der sich bei anderen bewährt hat, aber im Hinterkopf muss man immer mitdenken, es könnte zu Tokenproblemen führen, dass gegebenenfalls beispielsweise Sonderzeichen komisch behandelt werden oder auch eben noch andere Zeichen, nicht Apostrophe oder Bindestriche, die vielleicht noch relativ üblich in der normalen Sprache sind, aber auch sowas wie Asteriske, also Sterne oder Punkte oder so. Eigentlich offiziell heißt es IBM mit jeweils Punkten, weil es eine Abkürzung ist. Es hat sich natürlich irgendwie eingebürgert, die Punkte wegzulassen. Aber bei sowas wie C++ oder C-Sharp, wenn ich da das Sonderzeichen jeweils weglasse, dann wird alles zu C, ist halt doch ein bisschen was anderes. Ne? Also im Prinzip möchte man auch mit solchen speziellen Zeichen umgehen können und sagen, manche davon will ich behalten, andere dann doch wieder nicht. Und das ist halt immer so ein bisschen, es hängt davon ab und man braucht viele Sonderfälle in so einem Tokenisierer, der dann tatsächlich gut funktionieren soll und nicht einfach nur am Ende alles zu einem Mischmasch verwurschtet. Außerdem noch eine Frage, müssen unbedingt immer Buchstaben drin sein? Zahlen selbst sind eigentlich auch wahrscheinlich ganz gute Token. Also wenn da 6,5 irgendwo steht, dann will ich, dass es auch 6,5 bleibt. Dann muss ich aber erkennen, dass das hier kein Satzpunkt ist. Sonst wird es 6 Leerzeichen 5, sind dann plötzlich zwei Token. Sieht man manchmal in ganz einfachen Suchmaschinen so als Tokenisierungsproblem, dass Zahlen nicht gut zusammenpassen. Oder auch wenn man in so einen Query-Log wie das AOL-Query-Log reinschaut, wird manchmal in manchen Zusammenhängen, in Anfragen ein bisschen komisch Ihnen was vorkommen, wenn man da sieht, dass da Zahlen mit Leerzeichen getrennt sind. Da waren wahrscheinlich Sonderzeichen dazwischen, sowas wie ein Komma oder sowas wie 6 Fuß
und 3 Inch oder so, also so ein Quote dann oben oder so, die dann einfach wegnormalisiert wurden. So muss man aufpassen, dass man das also doch nicht vielleicht einfach immer so alles wegnormalisiert und sagt, alle Sonderzeichen raus. Außerdem gibt es Token, bei denen die Leerzeichen eigentlich noch teils Tokens sind, sowas wie Named Entities, San Francisco, naja, das sind halt einfach zwei Teile. Oder Telefonnummern, da gibt es halt oft ein Leerzeichen dazwischen, aber eigentlich ist das ein Token. Oder Datumsangaben, ein Token, aber trotzdem Leerzeichen da drin. Manchmal auch nach dem Komma vielleicht noch ein Leerzeichen oder so. Da muss man also mit umgehen können und sagen, eigentlich muss ich solche Sondersachen wie Named Entities und auch Zahlen und so eben erkennen und sagen, bitte schmeißt die Sonderzeichen nicht einfach weg oder setzt sie auch nicht einfach durch Leerzeichen. Und dann, genauso wie bei URLs, beim Tokenisieren auch ein Problem. Was will ich mit sowas machen wie Computerlinguistik? Möchte ich vielleicht auch erkennen, dass es eigentlich zwei Wörter sind, also Computer und Linguistik, die zusammengesetzt wurden, falls ich es auf Deutsch initiieren will? Oder gerade wenn ich sowas habe wie so eine Sprache eben wie Deutsch, die sehr, sehr einfach weitere zusammenhängende Substantive bilden kann, indem man einfach immer hinten weiter was dranhängt. Irgendwie will man es vielleicht doch zerlegen und dann habe ich so ein ähnliches Problem wie wenn ich URLs segmentiere, also in ihre Wortbestandteile zerlegen will. Falls ich das zum Verständnis von solchen zusammengesetzten Wörtern auch machen will, muss das als Logik im Tokenisierer mit abgebildet sein. Die typischen Ansätze zum Tokenisieren sind regelbasiert. Da setzt sich jemand hin und schreibt einen großen regelbasierten Tokenisierer mit, im Prinzip sieht das dann so aus wie so ein Entscheidungsbaum, dass ich eben sage, okay, falls das Zeichen, auf dem ich gerade stehe, das und das ist, und das nächste Zeichen kein Satzzeichen ist, dann ist das weiter noch ein Token oder so. Und dann mit ganz, ganz vielen Unterregeln wird man dann irgendwann sagen, okay, hier ist jetzt eine Tokengrenze, hier nicht. Sowas wäre regelbasiert. Man kann natürlich regelbasierte Verfahren auch versuchen, maschinell zu lernen. Also regelbasiert ist so klassisch eher manuell erstellt, dass man da sich als Mensch eben als Experte hinsetzt und sagt, ich baue mal einen Tokenisierer für Deutsch oder Englisch. Maschinell gelernt braucht man halt beispielsweise gelabelte Daten, wo man sagt, hier, das sind die Token in diesen Texten. Versuch mal quasi Regeln abzuleiten und dir zu merken, sodass du dann auch ungesehene Texte tokenisieren kannst. Und ansonsten ist es natürlich so, es gibt eine ganze Menge Tokenisieransätze schon als Bibliotheken irgendwo verfügbar. Die kann man natürlich einsetzen und gleichzeitig muss man sich fragen, setze ich jetzt nur auf einen einzelnen oder tokenisiere ich halt vielleicht auf zwei oder drei Arten und bin dann so ein bisschen flexibler. Gleichzeitig, wenn man schon daran denkt, dass quasi jedes Token irgendwie ein bisschen Platz in dem Index womöglich braucht, muss man auch drüber nachdenken, wenn ich unterschiedliche Tokenisierungsverfahren benutze, dann wird der Index gegebenenfalls eben auch ein bisschen größer. Auf ein paar Token werden die sich schon auch einigen. Also wenn ich jetzt drei verschiedene Tokenisierer für Englisch benutze, dann werden die schon die meisten Token auf die gleiche Art erkennen und eben auch dieselben Token dann herausbringen. Aber ebenso vielleicht 10, 20% unterschiedliche Tokens. Und dann kann man sich einfach auf den Standpunkt stellen, ja gut, dann speichere ich halt gegebenenfalls die Ausgaben von allen drei Verfahren. Da, wo die übereinstimmen, alles okay, speichere ich nur einmal. Da, wo die unterschiedlicher Meinung sind, speichere ich eben in drei Varianten ab und bin so ein bisschen flexibler, falls ich irgendwann mal später meinen Tokenisieransatz für die Anfragen beispielsweise auch ändern möchte. Den kann man dann einfach gleichzeitig einsetzen und alles in den Index packen. Wird ein bisschen größer, der Index, aber heutzutage ist Speicherplatzbedarf von so einem Index nicht mehr so ganz kritisch. Vor 20, 30 Jahren war das sicherlich anders. Da hat man dann drüber nachgedacht und gesagt, okay, eigentlich brauche ich einen guten Tokenisierer, weil sobald ich zwei habe, wird mein Index 10, 20% größer. Das will ich nicht. Zu teuer. Gut, aber am Ende, Tokenisierer gibt es verschiedene Ansätze. Man muss sich halt einen davon oder mehrere davon auswählen. Ein bisschen tiefer werden wir da mal reingucken, falls Sie auch zur Vorlesung Natural Language Processing dann im Master irgendwann mal kommen. Da gucken wir uns so einen Tokenisierungsprozess mal ein bisschen regelbasiert, ein bisschen genauer noch an. Und am Ende wird man dabei auch feststellen, ja, es gibt ganz, ganz viele Sonderregeln, um diese ganzen Sonderfälle eben abzufangen. Sowas wie 6.5 im Englischen als eben eine Zahl, wobei der Punkt dann eben kein Satzpunkt ist oder solche Geschichten. Das muss man eben alles versuchen abzufangen. Angenommen, man hat jetzt einen Tokenisierer genommen und hat sich eben für einen entschieden und hat im Hinterkopf eben das Bewusstsein geschaffen, ja, natürlich handle ich mir da ein paar Probleme ein, es ist halt noch kein gelöstes Problem zu tokenisieren, aber in manchen Sprachen funktioniert es eben doch ganz gut, sowas wie Englisch oder Deutsch. Gut, habe ich mich jetzt für einen Tokenisierer entschieden. Jetzt kommt der nächste Schritt, der immer mal wieder diskutiert wird und das ist die Frage,
schmeiße ich jetzt Token doch wieder weg. Und dieser Schritt, der heißt üblicherweise Stopping im Suchmaschinensprech. Also, was möchte man machen? Man hat irgendwie einen Text in Token zerlegt, mit verschiedenen Tokenisierern womöglich, und fragt jetzt, welche von diesen Tokens kann ich denn jetzt direkt wegschmeißen? Und Kandidaten zum direkten Wegschmeißen vergessen wären beispielsweise die besonders häufigen Token, also Dinge, die ich ganz, ganz oft sehe. Das ist so ein bisschen davon abhängig, was ich für einen Korpus eigentlich gerade indiziere, welche Kollektion ich indiziere. Beispielsweise, wenn ich Wikipedia indiziere, wird hier sicherlich auf jeder Webseite, auf jeder Seite irgendwo Wikipedia stehen. Also wäre Wikipedia gegebenenfalls ein Kandidat, das ist ein sehr häufiges Token in der Wikipedia selbst, kommt in jedem Dokument vor, könnte ein Kandidat sein, um es wegzulassen, weil ich es sowieso nicht gut benutzen kann, um zwischen verschiedenen Wikipedia-Seiten zu differenzieren. Es steht ja sowieso überall. Wenn ich es jetzt aber weglasse, okay, ist ein sehr, sehr häufiges Token, muss man aber nochmal drüber nachdenken, wie kann ich denn jetzt den Artikel in der Wikipedia über die Wikipedia selbst noch finden? Also gegebenenfalls für den einen oder anderen Artikel brauche ich es vielleicht dann doch. Also um beispielsweise den Artikel in der Wikipedia über die Wikipedia dann wieder zu indizieren. Aber auf den anderen Wikipedia-Seiten, da brauche ich es vielleicht dann doch wieder nicht. Oder einfach nur, wenn ich eine Websuchmaschine baue, dann brauche ich vielleicht für den Wikipedia-Teil nicht unbedingt, wie oft auf so einer Webseite Wikipedia vorkommt, aber das ist einfach nur wichtig, dass es in der URL vorkommt. Wenn dann jemand sagt, hier, ich will einen Wikipedia-Artikel, dann weiß ich, ah, wenn es in der URL vorkommt, das reicht mir schon. Weil es dann einfach wahrscheinlich die Wikipedia selbst ist. Also häufige Token könnten ein Kandidat sein zum Weglassen, weil man sagt, naja, die helfen mir eh nicht, die Dokumente voneinander zu unterscheiden. Und muss man aber eben abhängig von der Kollektion machen und im Hinterkopf eben den Gedanken behalten, ja, alles, was ich wegschmeiße, habe ich verloren. Nächster Kandidat können sowas wie Funktionswörter sein. Die sind sprachabhängig. Funktionswörter sind also so Wörter wie the of end im Englischen oder eben in entsprechenden anderen Sprachen halt so Füllwörter, die tatsächlich eigentlich zum großen Teil nur grammatikalische Nützlichkeit haben, aber jetzt nicht so richtig inhaltstragend sind. Üblicherweise sind Funktionswörter schon auch sehr, sehr häufig in vielen Sprachen die häufigsten Wörter mit. Also wenn man Frequent Tokens sozusagen weglässt, die Collection-specific sind, dann ist es eben auch sprachabhängig oft einfach die Stopwörter der Sprache. Auch hier muss man wieder drüber nachdenken, wenn ich die weglasse, ja, man kann so an ZIPF beispielsweise denken und sagen, okay, wenn ich so die ersten, die zwei häufigsten englischsprachigen Wörter, the und of, wenn ich die weglasse, dann scheint es so zu sein, dass ich irgendwie sowas wie 8 bis 10% der Postings im Index spare. Weil 8 bis 10% der Wortvorkommen in englischen Texten sind die zwei häufigsten Wörter, the und of. Und wenn ich jetzt also für jedes Mal, dass das Wort vorkommt, ein Posting in meinen Index packe, Sie erinnern sich quasi so eine Box, wo ich eben sage, dieses Wort kommt in diesem Dokument an dieser Stelle vor, beziehungsweise dieses Wort hat in diesem Dokument dieses Gewicht, und häufig will man sich eben tatsächlich auch noch die Stelle merken, kommen wir später dazu. Ist besonders nützlich, wenn man beispielsweise dann Phrasen sucht oder sowas wie ja, zwei Wörter sucht, die in einem bestimmten Abstand nur in einem Dokument haben dürfen. Dann muss ich mir also auch die Stelle merken. Dann habe ich im Prinzip für jedes Wortvorkommen ein Posting im Index. Und jetzt klingt das ja vielleicht erstmal ganz attraktiv. Durch das Weglassen von zwei Wörtern kann ich schon sowas wie 10% sparen. Naja, wenn ich die häufigsten 20, 30 Wörter des Englischen weglasse, dann spare ich vielleicht ja, nicht die Hälfte. Ne? Also die Hälfte des Index werde ich nicht sparen, aber vielleicht sowas wie 20 oder sogar ein bisschen mehr als 20% vom Index. Und das klingt ja irgendwie attraktiv. Zumindest wenn Platz ein Problem ist. Gleichzeitig ist Platz heutzutage nicht mehr so ein Problem, deswegen Funktionswörter wegzulassen, ja, klingt okay, aber gleichzeitig Gegenbeispiel ist immer der Klassiker to be or not to be. Wenn man also nach Shakespeare-Zitaten sucht und die englischsprachigen Funktionswörter weglässt, also sowas wie die ersten 20, 30 Wörter, dann sind wahrscheinlich to be, or und not irgendwie alle mit dabei, dann kann ich plötzlich nicht mehr nach to be or not to be suchen, weil sie gar nicht im Index sind. Ja, nicht so günstig vielleicht. Ansonsten können wir überlegen zu sagen, ja, alles, was nur so Satzzeichen sind, Satzzeichen-Token, zack, weg damit. Oder so Sonderzeichen-Token quasi. Ja, dann verliert man sowas wie Smileys in klassischer Schreibweise. Wenn es nicht als Icon irgendwo da ist oder so, aber wenn man sie einfach so mit Zeichen schreibt, die sind dann weg. Und die sind manchmal wichtig, um eben zu sehen,
Irgendwas war jetzt gar nicht so ernst gemeint, der Text, der davor stand. Könnte manchmal wichtig sein, um das als Suchmaschine interpretieren zu wollen. Oder eben auch, manchmal, je nach Anwendungsfall, sind Zahlen dann doch nicht wichtig. Dann sagt man ja gut, alle Tokens, die nur aus Ziffern bestehen, die lasse ich weg. Oder alle Tokens, die nur kurz sind, lasse ich weg. Hat nur schon so ein bisschen drüber gesprochen. Grundsätzlich egal, wofür ich mich hier entscheide, was ich weglassen will. Der Index wird kleiner, okay. Kleinere Indexe sind häufig welche, die schnellere Antworten garantieren, weil man eben nicht durch so lange Postlisten dann mehr gehen muss. Und ja, oft ist es auch tatsächlich ein bisschen effektiver. Also man findet bessere Treffer vielleicht. Gleichzeitig ist es aber so, das, was ich mir da an Platz gewinnen sozusagen erkaufe durch das Weglassen von Term, das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Klar, wenn Platz jetzt wirklich ein Problem ist, weil ich beispielsweise auf irgendeinem mobilen Endgerät nicht so viel Platz habe oder so, dann ja, kann man drüber nachdenken, ob man Stopwörter weglässt, in welcher Form auch immer. Das ist dann eben abhängig von dem konkreten Anwendungsfall, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn Platz aber nicht so ein Problem ist, dann ist sowas wie 20% Indexgröße vielleicht doch irgendwie nichts, was einem so die Attraktivität verspricht, wenn man dann dafür so Anfragen wie to be or not to be nicht mehr beantworten kann. Sodass man eigentlich als Suchmaschine dazu übergeht und sagt, naja, ich bin da eher sehr defensiv, also vielleicht initiiere ich auf Wikipedia-Artikeln jetzt nicht immer das Wort Wikipedia mit oder so, also sehr, sehr kollektionsabhängig. Wenn ich eine Wikipedia-Suchmaschine baue, da okay, ganz vorsichtig. Aber nicht zu aggressiv stoppen, also nicht zu viele Wörter weglassen. Und ansonsten packe ich halt vielleicht doch einfach alles in den Index und entscheide dann zur Anfragezeit flexibler, ob ich nach den Stoppwörtern überhaupt suche, also ob ich mir die Mühe mache, durch diese langen Postlisten zu gehen, oder ob ich sage, in der Anfrage mit 5 Termen, von denen nur eins ein Stoppwort ist, scheint das Stoppwort vielleicht nicht so wichtig zu sein. Ich gucke erstmal, was ich so an Matches, an Treffern bekomme, wenn ich die anderen 4 Terme benutze, die nicht das Stoppwort sind. Und ich gucke gar nicht in die Stoppwortliste rein. Ich habe die zwar im Index, aber hier für die Anfrage scheint das Stoppwort nicht so wichtig zu sein, bin ich auch so schnell fertig und habe die Flexibilität, immer noch nach sowas wie to be or not to be auch suchen zu können mit dem Index, wo alles drin ist. Also wenn Platz wirklich nicht so das Problem ist, und das ist es meistens nicht, dann sagt man, okay, eigentlich kann ich eigentlich alles mit initiieren und entscheide zur Anfragezeit, was ich damit mache. Zur Anfragezeit muss ich dann aber eben auch fragen, welches ist denn jetzt hier ein Stoppwort? Und dafür wird man üblicherweise sowas wie eine Stoppwortliste sich heranziehen. Die ist aber eben davon abhängig, was für eine Domäne man hat, also Sprache, ob das jetzt die Wikipedia ist oder eben nicht, ob das beispielsweise E-Mails sind. Da kann man vielleicht so Grußformeln oder sowas als Stoppworte weglassen, weil ja, ist halt doch oft so, dass mit freundlichen Grüßen drunter steht oder so. Ist jetzt nicht so bedeutungstragend. Das könnte man dann eben entscheiden. Und ja, was man ein bisschen vorsichtig machen sollte, ist, da es Stoppwortlisten eben für viele Domänen schon gibt, kann man auch einfach Stoppwortlisten im Web natürlich viele finden. Aber da muss man tatsächlich in jede nochmal ein bisschen reingucken. Die haben sehr unterschiedliche Größen. Manche sind eher defensiv, sind vielleicht nur 5 Wörter drin oder so. Kann man schnell überblicken. Andere sind ein bisschen aggressiver, da sind 450 Wörter drin. Da muss man definitiv dann auch mal reingucken, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das tatsächlich eine gute Stoppwortliste für den Anwendungsfall ist, mit dem man da sich gerade rumärgert, in Anführungsstrichelchen. Oder ob man nicht selber eine neue Stoppwortliste dafür bauen sollte. Also eine auf die Domäne angepasste Stoppwortliste. Also Vorsicht, nicht einfach eine Stoppwortliste nehmen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind sehr klein, manche sind sehr groß. Und eigentlich braucht man sie ja erst zur Anfragezeit, aber auch da muss man sich eben sicher sein, dass man jetzt nicht einfach irgendeine Stoppwortliste zufällig auswählt, sondern dass man halt schon erkennt, dass die ganz gut zu dem Anwendungsfall passt, mit dem man es gerade zu tun hat. Nachdem die Stoppworte oder Stopptoken entfernt wurden, gegebenenfalls, oder wir haben ja jetzt gelernt, eigentlich will ich sie doch nicht entfernen, ich nehme alle mit, aber entscheide mich zur Anfragezeit dann dafür, gegebenenfalls Stoppworte zu ignorieren. Brauche ich eine Liste? Okay. Egal, ob ich sie entfernt habe oder nicht, danach kommt so ein Schritt, der üblicherweise versucht, alle Token, die erkannt und extrahiert wurden und immer noch da sind, alle Tokens zu normalisieren. Und das sind üblicherweise auch wieder Heuristiken. Auch da gibt es wieder keine, ja, die Lösung, die immer funktioniert. Klar, zum Lowercasing, da mache ich einfach alle Buchstaben klein. Okay, das ist für Sprachen mit lateinischen Buchstaben ziemlich einfach, weil man einfach mal das entsprechende den entsprechenden Kleinbuchstaben wählt. Die Frage ist halt, ob das immer gut ist. Also ich muss zumindest gegebenenfalls noch als Websuchmaschine die Möglichkeit haben, mir irgendwo gemerkt zu haben,
dass ein Wort in einem Dokument mal groß geschrieben war, weil das gegebenenfalls eben dann ein Hinweis darauf ist, dass das ein wichtiges Wort ist, beziehungsweise dass es ein Named Entity ist, also sowas wie Apple groß geschrieben, nicht am Satzanfang, ist ein sehr gutes Signal, dass es eben um die Firma geht und nicht um das Obst. Aber im Prinzip schmeißt man an irgendeiner Stelle dann doch mal alles weg und sagt, eigentlich will ich nur kleingeschriebene Tokens im Index haben. Gegebenenfalls speichere ich mir in der Zusatzstruktur oder in den Index selber noch ab, dass dieses Vorkommen eigentlich groß geschrieben gewesen wäre. Also diese Informationen, die will ich schon noch behalten. Außerdem schmeißt man üblicherweise jetzt auch dann doch irgendwann mal die Spezialzeichen weg und sagt, naja, USA normalisiere ich halt zu USA. Also die Punkte sind weg. Korrekt wären es eigentlich eine Abkürzung, deswegen Punkte, aber die meisten Leute schreiben sowieso keine Punkte. Und dann ist natürlich das Problem, dass man Punkte verschieden behandeln muss. In Zahlen will ich sie ja trotzdem noch behalten. Manchmal will ich vielleicht, dass ein Punkt eher ein Leerzeichen wird. Bei USA will ich eher, dass es zusammengeschrieben wird. Okay, muss man also auch sich im Klaren sein, dass jede Heuristik gewisse Probleme mit sich bringen wird. Außerdem entfernt man üblicherweise diakritische Zeichen und ersetzt die eben durch ihre analoge Form ohne, beispielsweise Akzent, also Kaffee mit Akzent, wird dann eben Kaffee ohne. Ja, geht ein bisschen Information verloren. Okay, jedes dieser Normalisierungsschrittchen lässt Informationen verschwinden und die Frage ist immer, ob man vielleicht auch beim Entfernen von diakritischen Zeichen oder Spezialzeichen nicht dann am Ende beide Versionen vielleicht in den Index packen will. Also sowohl USA mit Punkten als auch ohne Punkte, sodass man sagt, naja, ein bisschen will ich die Informationen schon noch haben. Manche davon sind wichtig, manche vielleicht nicht so. Gerade bei dem Lowercasing ist es halt doch manchmal noch wichtig zu wissen, was war eigentlich groß geschrieben. Und außerdem wird dann noch gestemmt oder lemmatisiert. Das soll also Wörter auf ihre Grundform bringen. Die ersten drei Sachen, Lowercasing, Spezialzeichen sozusagen entfernen, das ist noch relativ einfach handhabbar, klar. Wir hatten gesagt, auch da gibt es Sonderfälle, sowas wie Punkte. Kann man doch nicht alle entfernen und manchmal ist ein Punkt halt vielleicht doch durch nichts zu ersetzen, also USA-Beispiel. Manchmal ist es aber vielleicht eben doch ein Leerzeichen. Muss man so ein bisschen aufpassen. Und die Grundidee ist aber eben, dass ich alle Token, die ich habe, auf so eine Art gleichartige Grundform bringen möchte und dass ich eben erkennen möchte, ja gut, wenn der Apple jetzt am Satzanfang groß geschrieben ist, dann meine ich wahrscheinlich vielleicht trotzdem oft das Obst und in anderen Zusammenhängen wird es halt dann klein geschrieben, wenn es nicht am Satzanfang steht. Also bringe ich es auf eine Form und bin dann eben flexibler. Wenn der Nutzer eben Apple klein eingibt in der Suchanfrage, kann ich trotzdem die großen Varianten auch noch mitfinden, weil ich ja vergessen habe, dass es groß war. Wenn er es groß eingibt, dann ist es doch aber vielleicht wieder wichtig, sich zu erinnern, dass es in bestimmten Dokumenten groß geschrieben war. Also hier auch da wieder keine Regel ohne Ausnahme, weil es einfach schwierige Probleme sind, sobald man mit Sprache umgeht. Sprache ist halt so inhärent sehr mehrdeutig. Was macht jetzt dieses Stemming oder Lemmatisieren? Also das soll ja im Prinzip Terme, die jetzt gelowercased sind, aus denen alle Sonderzeichen entfernt sind, soll es auf eine Grundform bringen. Und die Idee ist dabei zu sagen, naja, Wörter, die quasi nur durch Flexion sich unterscheiden, die meinen ja eigentlich im Prinzip ungefähr das Gleiche. Also sowas wie, wenn ich Substantive in Singular oder Plural setze oder wenn ich ein Verb konjugiere, die verschiedenen grammatischen Personenformen von Verben oder so, die meinen ja eigentlich immer das Gleiche. Ob ich jetzt Adjektive in adverbialen Zusammenhängen bringe oder sowas, ja, meine ich auch ähnliche Sachen. Also solche Flexionsgeschichten, die möchte man im Prinzip wieder rauskürzen und sagen, eigentlich interessiert mich nur die Grundform des Wortes, der Wortstamm. Und zum Wortstamm bestimmen gibt es eben Stemming-Verfahren, die also im Namen das schon tragen, dass sie den Wortstamm bestimmen wollen. Und der Wortstamm ist eben das, was übrig bleibt, wenn ich Flexionen aus einem Wort entferne. Also typischerweise sind das so Präfixe oder Suffixe oder eben Infixe gibt es manchmal auch. Und zusammen sagt man, das sind Affixe. Beispiel, wenn ich eben Connect als Stamm habe, dann gibt es sowas wie Connects, Connected, Connecting, Connection und so weiter. Das sind alles verschiedene gebildete Wörter aus dieser Grundform, aber im Prinzip haben sie irgendwie alles, was mit einer Verbindung zu tun oder mit Verbinden und sind damit ähnliche Bedeutungen. Das heißt, wenn jetzt jemand nach Connection sucht, ist der vielleicht auch zufrieden, wenn er Dokumente findet, in denen es um Connected und Connecting geht.
weil es eben gegebenenfalls dann trotzdem für ihn interessant ist. Und deswegen fragen sich eben Leute, die Suchmaschinen bauen, auch, was ist denn der Wortstamm von jedem einzelnen Token, was jetzt in einem Wort entspricht, also Tokens, die Wörter entsprechen. Bei Zahlen ist es ein bisschen leichter, da ist die Grundform einfach die Zahl, so wie sie war, wobei man gegebenenfalls auch nochmal umrechnen muss, ob man solche mit Exponentialschreibweise geschriebenen Zahlen, also sowas wie 17e6 oder sowas, wo man sagt, ah, okay, da steht also noch 10 noch 6 dahinter, ob man die nicht auf die selbe Art in eine Grundform umrechnen will. Aber das werden wir jetzt hier nicht so ein bisschen detaillierter auswalzen. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen das an, was man tatsächlich mit Wörtern machen will. Es gibt verschiedene Prinzipien, nach denen man stemmt, beziehungsweise nach denen Stemming-Verfahren vorgehen. Das einfachste ist, oder ja, mit das einfachste ist eben, dass man sagt, okay, ich habe eine große Tabelle, da stehen Wörter mit ihren verschiedenen Flexionsformen drin und was der entsprechende Stamm ist. Also könnte eine große Hash-Tabelle sein. Das Problem bei solchen Tabellen ist immer, in dem Moment, wo ich sie erstellt habe, ist sie ja quasi eine Weile statisch und es hat mich Geld gekostet, weil ich eben irgendwie die Tabelle erstellen musste. Vielleicht hat da noch ein Mensch drüber geguckt. Wenn ich jetzt die Tabelle quasi immer aktuell halten will, kommen neue Wörter dazu, neue irgendwie, weiß ich nicht, grammatikalische Bildungsregeln. Diese Sprache ist halt unheimlich dynamisch, die eben beispielsweise durch Jugendsprache oder sowas dazukommen. Solche Geschichten, dass man plötzlich vielleicht doch nicht mehr Dativ und Genitiv so unbedingt auseinanderhalten will oder so. Irgendwie kommt sowas vielleicht dazu und dann habe ich diese entsprechenden Formen erstmal nicht in der Tabelle drin. Das ist also die Vollständigkeit irgendwie ein Problem. Wenn ich das aktuell halten will, muss ich immer wieder gucken, was fehlt denn. Gleichzeitig sind Tabellen natürlich aber trotzdem ganz nützlich und das werden wir dann auch in verschiedenen Verfahren dann nochmal als wiederkehrendes Ding sehen. Aber vielleicht ganz alleine nur eine Tabelle, nicht so der Königsweg, weil man sagt, die Tabelle altert halt dann doch immer mal wieder. Andere Art ist regelbasiert Affixe zu entfernen, indem man halt sagt, naja gut, im Englischen beispielsweise, wenn da ein Substantiv ist und da hängt ein S hinten dran, das wird schon einfach das Plural, die Pluralform sein, nehmen wir das S mal weg, so im Prinzip ganz platt gedacht. Ja, meistens sind die sehr effizient, solche regelbasierten Affix-Entfernungsverfahren und auch je nachdem weniger oder mehr intuitiv, sind also recht gebräuchlich. Eine Mischform gibt es natürlich auch, dass man sagt, ich gucke in Tabelle für schwierige Wörter beispielsweise und entferne Affixe für einfache Wörter. Sehen wir nachher noch ein Beispiel dafür. Eine andere Art, wie man es auch machen könnte, ist, dass man sagt, na, ich gucke einfach mal auf sogenannte Character Engrams, also Folgen von 4 oder 5 Zeichen und sage, ach, die nehme ich halt mal alle als Stem. Ich weiß genau, das sind jetzt nicht die Wortstämme, aber ja, was soll schon groß passieren? Wenn ich eh alle davon nehme, dann bin ich da auch flexibel. Das ist oft eine Heuristik, die für Englisch ganz gut funktioniert. Und oft sogar noch weiter reduziert wird, nicht indem ich sage, ich nehme alle 4, 5 Gramme, die in so einem Wort drinstecken, sondern für Englisch funktioniert oft auch ganz gut sowas wie, ich nehme nur die ersten 4 Zeichen. Und das ist dann mein Stem. Oder die ersten 5. Gucken wir uns auch nochmal ein Beispiel dann gleich an. Und als letztes, das werden wir nicht so genauer vertiefen, gibt es noch so ganz abgefahren, also nicht ganz abgefahren, aber komplexere Verfahren, die im Prinzip fragen, wie unterschiedlich geht es denn nach Morphemen im Prinzip weiter. Also Morpheme sind so die Bestandteile, aus denen man Wörter zusammensetzt. Nicht die Silben, sondern im Prinzip so ähnlich wie Silben, aber auch mehr so Teile der Sprache, aus denen man eben Wörter zusammensetzen kann. Sind Silben sehr ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Wenn Sie da diesen Unterschied ein bisschen genauer sich anschauen wollen, kleiner Werbeblock wieder, gibt die Vorlesung Natural Language Processing, da wenn wir uns mehr mit solchen Geschichten dann noch beschäftigen. Und ansonsten ist eben so die Frage, wie gehen denn solche, also Morphemzusammensetzungen, wie gehen die denn üblicherweise weiter? Und wenn ich dann feststelle, viele Wörter fangen quasi gleich an und haben dann so ein, zwei unterschiedliche letzte Morpheme, dann könnte sozusagen der gemeinsame Anfang irgendwie was sein, was einem Wortstamm entspricht. Das Ganze ist aber schwierig zu operationalisieren und hat sich deswegen so zum Stemmen eigentlich oder Lemmatisieren nicht so richtig durchgesetzt. Die ersten drei Sachen sind eher das, was wir uns nochmal genauer anschauen werden. Wir gucken uns zuerst ein regelbasiertes Verfahren an, um dann zu motivieren, dass es vielleicht auch sinnvoll sein könnte, zu den Regeln hinzu noch ein Wörterbuch zu nehmen.
Prinzip bei diesen regelbasierten Verfahren ist häufig, dass man sagt, okay, ich versuche mal den längsten möglichen Match zu finden und zu sagen, wenn das auf eine Regel matcht, dann entferne ich den beispielsweise. Also habe ich eine Menge von Regeln und die Regeln sehen so aus, wenn ich das finde, dann ersetze es durch dieses im Wort, also Zeichen folgen. Und ich versuche jetzt die Regel zu finden, die das größte Match sozusagen hätte auf der linken Seite. Also ist mal linke Seite, rechte Seite. Und das mache ich so lange, wie ich Regeln anwenden kann. Wenn ich keine Regeln mehr anwenden kann, dann bin ich fertig mit Regelanwendung und versuche gegebenenfalls noch ein kleines Post-Processing oder so und gebe dann mal einfach den Stem aus dem ich alles entfernt habe. Die Notation von solchen regelbasierten Verfahren ist üblicherweise so, dass man beispielsweise schaut, was sind denn Konsonanten und Vokale. Klein ist immer ein Einzelner, groß geschrieben, großes C, großes V, also eine Folge von Vokalen oder Konsonanten. Und man hat dann also so eine Art reguläre Ausdrucksschreibweise, dass man eben sagt, okay, jedes Wort beginnt vielleicht mit einem Konsonanten. Oder eben ist eine Folge von Vokalen, Konsonanten beliebiger Länge und hört vielleicht mit einem Vokal auf. Und ansonsten ist also ein Konsonant alles, was kein Vokal ist. Und im Englischen sind die Vokale A, I, E, U, wie im Deutschen. Und aber manchmal im Englischen auch noch das Y, wenn es nach einem Konsonanten steht. Also beispielsweise in Toy ist es ein Konsonant, das Y, kommt nach einem Vokal. In Lovely ist es selber ein Vokal, weil es nach einem Konsonanten kommt. Und basierend auf eben diesen Folgen von, ob da ein Konsonant steht oder ob da spezifische Buchstaben stehen, werden wir jetzt ein Verfahren kennenlernen, was eben regelbasiert versucht, Affixe, also Präfixe, Suffixe oder Infixe zu entfernen. Das Verfahren ist der Porter-Stemmer, mit dem wir uns zuerst beschäftigen werden. Ein sehr bekanntes Verfahren, wird häufig eingesetzt, gibt es für verschiedene Sprachen, ja, ist von einem Herrn Porter entwickelt worden und für das Englische setzte sich aus 9 Regelmengen zusammen. Jede dieser Regelmengen hat sowas wie 1 bis 20 Regeln in sich. Und diese Regelmengen sind also Gruppierungen von Regeln, die dann jeweils sortiert sind. Und man versucht also zuerst eine Regel aus Regelmenge 1 anzuwenden und da eben auch die erste oder also die den längsten Match sozusagen hinbekommt. Aus jeder Regelmenge wende ich nur eine Regel an, aber ich muss eben mit Regelmenge 1 anfangen, dann mit Regelmenge 2 und so weiter. Die Regeln sehen so aus, dass sie im Prinzip immer eine linke Seite haben und eine rechte Seite. Auf der linken Seite steht im Prinzip sowas wie, wenn das Wort, was ich gerade mir anschaue, für das ich quasi den Stem ausrechnen will, eine bestimmte Eigenschaft erfüllt, eine bestimmte Prämisse erfüllt und da so eine Struktur S1 drin enthalten ist, dann ersetze ich diese S1-Struktur durch S2, also beispielsweise machen Plural S weg oder so. Also die Semantik ist immer, wenn die Zeichenfolge, die ich mir gerade anschaue, das Token, was ich mir gerade anschaue und gegebenenfalls schon ein bisschen mit anderen vorherigen Regeln bearbeitet habe, wenn das auf S1 endet und noch so eine Prämisse erfüllt, dann kann ich das Ende durch S2 ersetzen. Und die Prämissen sind sowas wie, es muss mindestens so und so viele Vokalkonsonantenfolgen in dem Wort geben, oder die Folgen sind mindestens so und so lang, oder der aktuelle Wortstamm hört mit S auf, oder es ist ein Vokal drin, oder irgendwie hört es mit einem bestimmten Vokal auf, der aber nicht WX, WXY oder sowas sein darf. Oder es hört mit zwei identischen Konsonanten auf, dann will ich vielleicht noch was wegmachen. Sowas sind typische Prämissen. Und wenn wir uns die Regeln mal angucken, wir werden jetzt nicht alle anschauen, also wie gesagt, Porter-Stemmer, 9 Regelmengen, 1 bis 20 Regeln. Ja, die ersten, die kann man sich so ein bisschen anschauen und sagt, okay, keine Prämisse, also alles, was auf SSES endet, ersetze ich dann durch 2S, also streich quasi das ES weg. Also sowas wie Keras wird zu Keras. Oder eine Regel IES am Ende ersetze ich durch I, also Ponys wird zu, kann man nicht mehr richtig aussprechen, Pony. Oder in Regelmenge 1b dann sowas wie EED ist am Ende und ich habe noch eigentlich genug, dann mache ich einfach das D weg. Also Egrid wird zu Egri, Feed bleibt aber Feed, ist zu kurz. Und ansonsten kann man sich auch die anderen Regeln so ein bisschen angucken. Wie gesagt, 9 Regelmengen, eine ganze Menge,
Ich darf immer nur eine Regel aus jeder Regelmenge anwenden und muss mit 1a anfangen und mich dann so durchkämpfen. Die Grundidee ist halt, dass hinten sozusagen was wegfliegt beim Porter-Stellung. Schauen wir uns einen Beispieltext an. Das ist ein Track-Topic, die Beschreibung eines Track-Topics. Steht im Prinzip da, was ein relevantes Dokument zu diesem Track-Topic wäre. Und wir wollen mal schauen, was der Porter-Stemmer machen würde, wenn man sich das so durchliest. Ja, okay, ist ein ganz normaler Text. Der Porter-Stemmer würde jetzt bei dem einen oder anderen Token eben, also hier in dem Fall nicht bei jedem Token, sondern nur bei dem einen oder anderen eben erkennen, okay, relevant, ANT, da gibt es Regeln, die dazu führen, dass das rausfliegt, oder hier Describe, das E fliegt weg, Marketing, Ing fliegt weg, und Porter gestemmt wäre der Text also dieses hier. Da sind jetzt noch Stoppwörter und so drin, ne? Also ist beispielsweise noch drin, for, off oder so, das sind Terme, die sind relativ häufig, aber man sieht eben auch in anderen Termen wie Strategies ist jetzt zu Strategie geworden, kann man nicht mehr so direkt als Wort aussprechen. Das wäre quasi das, was der Porter-Stemmer aus diesem Text macht. Und beispielsweise eben oft auch so ein E am Ende zu entfernen oder eben auch Singular, Plural, also hier bei Sales beispielsweise das S zu entfernen, bleibt halt die Singularform dann einfach übrig als Wortstamm. Was sind so die Probleme, die der Porter-Stemmer hat? Naja, 9 Regelmengen mit 1 bis 20 Regeln, da kann man schon als Informatiker sofort sträubte Haare bekomme und sagt, ja, sobald ich da an einer Stelle irgendwie reingreife, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Seiteneffekte, die ich nicht überblicken kann. Also es ist ziemlich schwierig, den noch anzupassen. Der Herr Porter hat also länger daran rumgebaut. Trotzdem gibt es einen Porter 2, der noch ein bisschen verbessert ist. Da hat er sich selber noch ein bisschen versucht zu verbessern. Aber wenn man jetzt unbedarft rangeht und sagt, ah, ich frickel mal ein bisschen an den Regelmengen rum, es führt meistens nicht zu einer Verbesserung. Und es ist eher so, dass man nicht genau weiß, was da eigentlich denn passieren wird. Außerdem, wie viele Verfahren, ist es natürlich nicht fehlerfrei. Stemming ist kein gelöstes Problem. Der Porter-Stemmer tendiert dazu, das ein oder andere Mal zu übergeneralisieren, also Wörter, die eigentlich nicht den gleichen Wortstamm haben, auf den gleichen Wortstamm zu bringen, beispielsweise University und Universe oder Organization und Organ. Das sind sogenannte Falschpositive, also Terme, die fälschlicherweise auf denselben Stamm gebracht werden. Außerdem hat er natürlich das gegensätzliche Problem auch. Für andere Terme kriegt er klare Zusammenhänge nicht hin. Also sowas wie European und Europe, das wird nicht auf denselben Stamm durch den Porter-Stemmer gestemmt. Oder Matrices und Matrix oder Machine, Machinery. Also Machinery wird auf Machinerie mit I am Ende dann gestemmt. Bleibt also unterschiedlich, sogenannte Falsch-Negative, also Sachen, die fälschlicherweise nicht auf den gleichen Stamm gebracht werden. Und der Porter-Stemmer hat halt sowohl diese als auch jene Fehler. Also nicht alles, was der macht, ist falsch, aber er tendiert dazu, eben auch solche Fehler zu machen. Und schon gesehen hat man natürlich so das Letzte im Beispiel auch schon, dass bei manchen Wortstämmen Dinge übrig bleiben, die man nicht mehr so richtig als Mensch als Wort erkennen könnte. Also sowas wie Iteration wird zu Iter oder General wird zu Jenner. Ja, weiß man jetzt nicht mehr genau als Mensch, wenn man später drauf guckt, wo das vielleicht hergekommen ist. Ist aber vielleicht ja auch nicht das Allerkritischste. Am Ende ist ja die Frage, ob ich als Suchmaschine mit den Stems zurechtkomme und nicht, ob der Mensch damit zurechtkommt. Dem Menschen zeige ich natürlich die Stems dann nicht an. Ich zeige die Ergebnisse nicht gestemmt an, sondern nehme dann wieder die Originalvarianten. Aber vielleicht hilft es mir, wenn ich nur die Stems oder die Stems zusätzlich in den Index packe. Sprechen wir gleich nochmal dazu. Aber erstmal so die Grundidee, Porter-Stemmer komplett regelbasiert. Und ein Problem, was man dann vielleicht, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, erkennen könnte, ist so die Frage, wie sieht es denn mit irregulären Sachen aus? Also sowas wie im Englischen das Verb be, is, was, were. Die sehen ja alle total unterschiedlich aus. Wie soll man das denn auf denselben Stamm bringen? Und da ist dann eben wieder ein Verfahren vielleicht ein bisschen besser, was sagt, okay, so manche Sachen, die werden sich nicht mehr groß verändern. Eben sowas wie die Beugungsform von be, die merke ich mir einfach mal in der Tabelle. Und das ist im Prinzip die Grundidee vom Krowetz-Stemmer, ein zweiter bekannter Stemmer, neben dem Porter-Stemmer. Der kombiniert so einen wörterbuchbasierten Ansatz mit Regeln und sagt eben, okay, ich gucke mir mal diese Token-Sequenz an, die Zeichensequenz, die gerade da ist. Und wenn ich die kenne, also sowas wie eben irreguläre Verben, die gibt es ja schon ewig, das ist beispielsweise eine wichtige linguistische Beobachtung, alte Verben sind eher die irreguläreren Sachen. Die neuen Sachen, die werden alle regulär gebeugt.
Also ist auch so eine Beobachtung, wenn ich also beispielsweise irreguläre Verbformen einfach in so einer Tabelle mir merke und einfach einen Lookup mache, bevor ich irgendwie Regeln anwende, ob ich das als Verbform erkenne, beispielsweise in meiner Tabelle, dann kann ich direkt den Wortstamm schon ablesen. Ich will ja alle Beugungsformen von be beispielsweise wahrscheinlich auf be mappen oder so. Und das ist genau die Grundidee von Kravets-Stammer, dass er eben sagt, okay, als erstes gucke ich mal, habe ich das als Wort im Dictionary? Wenn ja, steht in meinem Dictionary der Wortstamm drin, fertig. Wenn ich es nicht finde, dann versuche ich so ähnlich wie eben beim Porter-Stammer regelbasiert Suffixe zu entfernen und versuche dann das Wort im Wörterbuch zu gucken, zu finden, nachzuschlagen. Wenn ich es finde, ist gut, dann weiß ich wieder, was die Grundform ist. Wenn ich es nicht finde, versuche ich mal andere Suffixe noch zu entfernen. Und im Prinzip ist es so eine Art Hybrid, ne? Also ist jetzt nicht so nur regelbasiert wie Porter, sondern eben eine Mischform aus Dictionary und regelbasierten Verfahren. Sowas wie solche irregulären Sachen, is, be, was oder so, kriegt der gut hin, der Kravets-Stammer. Und dadurch, dass im Wörterbuch dafür gesorgt wurde, dass da nur Wörter drinstehen als quasi Grundform, als Stammform, produziert er erstmal auch nur Wörter als Stems. Ist also für Menschen lesbarer als der Porter-Stammer und ist ein bisschen ähnlich zu Lemmatisierung, was eine andere Art der Grundformbildung ist, die eher so im Bereich des Natural Language Processings angewandt wird. Also nochmal ein Werbeblock dafür, wenn Sie sich dafür interessieren, gibt eine Vorlesung im Master Natural Language Processing. Von der Effektivität her ist es jetzt so, dass der Kravets-Stammer ungefähr so effektiv ist wie der Porter-Stammer im Sinne von, er hat weniger falsch positive Sachen, also verpasst weniger Sachen, die die gleiche Grundform haben sollen. Hat aber so ein bisschen eher eine höhere falsch-negative Rate. Also, sorry, jetzt muss ich nochmal. Falsch-positiv bedeutet, er hat weniger der Fehler, dass Wörter, die keine gleiche Grundform haben sollten, auf die gleiche Grundform gemappt werden. Aber er hat eine höhere Falsch-Negativrate als der Porter-Stammer. Also, er verpasst halt häufig dann doch Terme, die die gleiche Grundform haben sollten. Im Vergleich zum Porter-Stammer häufiger. Also so ein bisschen die Fehler sind ein bisschen andere, als der Porter-Stammer macht. Ja, es ist halt wieder so, es gibt nicht das Verfahren, was alles perfekt kann. Wenn man das Wörterbuch größer machen würde, kann man natürlich dafür sorgen, dass der ein oder andere Falsch-Positive nicht passiert und dass der eine oder andere Falsch-Negative nicht passiert. Aber eben das Grundproblem beim Wörterbuch ist, Sprache ist dynamisch. Man müsste das Wörterbuch auch dann ständig dynamisch anpassen. Und das ist eben nicht so billig im Sinne von günstig zu haben. Schauen wir uns beide nochmal an im Vergleich. Ja, wenn man Porter-Stammer hat man schon gesehen, wenn man den anschmeißt, würde also diese orange hervorgehobenen Sachen rausschmeißen. Der Kravets-Stammer schmeißt auch manchmal dieselben Sachen raus. Predicted beispielsweise auch ED bei Sales, interessanterweise das Plural S fliegt nicht weg. Und bei manchen Sachen fliegen aber andere Sachen weg. Wo der Porter-Stammer beispielsweise Companies zu Company macht, also das I behält, macht der Kravets-Stammer Campen und dann ersetzt das durch ein Y draus. Also es soll ja wieder ein Wort sein. Der Kravets-Stammer kann also nicht nur Dinge entfernen, sondern kann eben dann auch tatsächlich Dinge wieder hinschreiben. Könnte der Porter-Stammer auch. Bei Companies funktioniert es aber beispielsweise für ihn nicht. Der Kravets-Stammer macht also dann beispielsweise aus Companies Company. Aus Agricultural, Agriculture, aus Strategies, Strategy und aus Carries, Carry. Also tatsächlich ein paar Sachen, die er anders macht als der Porter-Stammer, selbst schon in so einem kleinen kurzen Text. Und am Ende, wenn man sich jetzt fragt, welchen soll ich denn jetzt nehmen, ist wieder so eine Geschmackssache, wenn man überhaupt stemmen möchte. Man muss sich halt für einen von beiden entscheiden oder für eins von anderen Verfahren. Viele Suchmaschinen nehmen halt Porter 2 für Englisch beispielsweise. Fahren damit ganz gut. Man muss halt dran denken, dass man dann gegebenenfalls die Anfragen mit demselben Stammer stemmt. Also es macht jetzt hier, sieht man es schon, wenig Sinn, Dokumente Porter zu stemmen und Anfragen Kravets zu stemmen, weil beispielsweise, wenn in der Anfrage Companies drin vorkommt, wird das auf Company gestemmt, wohingegen der Porter-Stammer da Company mit Y draus machen würde. Und man hat sofort ein Term-Mismatch-Problem. Eine andere Art, wie man stemmen könnte, wenn man sagt, naja, Porter und Kravets, ja, ganz nett, aber ja, falsch positiv, falsch negativ, machen die noch als Probleme, ist sich dann nochmal damit zu beschäftigen.
was andere vorgeschlagen haben, die gesagt haben, ja, wir nehmen einfach mal Character-Engrams als Stems. Was sind Character-Engrams? Das sind Teilstrings der Länge n, also n wie Engrams. Und die nennt man Character-Engrams, wenn es um Zeichen geht. Wir werden später noch Mod-Engramme sehen. Das sind also Engramme, die auf Wörtern basieren. Ein String der Länge m, m größer gleich n, also ansonsten aus einem String der Länge 4 macht es keinen Sinn, 5 Gramme zu bilden zu wollen. Also aus einem String der Länge m größer als n kann man höchstens m minus n plus 1 verschiedene Charakterengramme bilden. Höchstens, warum sage ich höchstens? Naja, im Sinne von Suchmaschinen ist es nicht so interessant, die Leerzeichen beispielsweise mit einzubauen in die n-Gramme, sondern als Suchmaschine werde ich sagen, naja, ich höre an den Wortgrenzen auf. Also beispielsweise irrelevant document, der Anfang von dem Text, den wir eben Porter und Kroberts gestemmt haben, wenn ich da sage, ich nehme mal die Charakter-Engrams als potenzielle Stems, beispielsweise die 4 und 5 Gramme nur, dann muss man sich fragen, was sind die denn? Naja, die 1 Gramme sind also einzelne Buchstaben. Wie gesagt, das Leerzeichen ist hier nicht so interessant, weil wir uns erstmal nur aus Suchmaschinensicht darüber unterhalten. Ansonsten ist es eben oft auch mit drin, aber aus Suchmaschinensicht, ich will ja Indexterme bauen, da sind die Leerzeichen für mich hier erstmal nicht so interessant. 1 Gramme sind also einzelne Buchstaben, 2 Gramme sind Folgen von 2 Buchstaben, alleine ist also auch ein 2 Gramm, obwohl es nur ein Buchstabe lang ist, aber ist halt das Wort relevant kann man zerlegen in RE, EL, LE, EV, VA, AN, NT, also überlappend, ne? Sieht man hier, das E und das E ist quasi der zweite Buchstabe vom Wort relevant. Bei 3 Gramm ist es dann halt 3 lang, bei 4 Gramm 4 lang, bei 5 Gramm 5 lang. Man sieht aber eben, an der Wortgrenze wird jetzt hier erstmal abgebrochen, weil es eben um das Indizieren auf Suchmaschinenseite geht. Wenn ich einfach Character-Engrams für ein beliebiges Dokument sagen würde, ohne dass ich einen Index draus bauen will, dann würde man halt auch als 5 Gramme sowas wie A, Leerzeichen, REL haben oder so. Aber zum Indizieren brauche ich die nicht. Man will ja statt Porter oder Kroberts-Stemmer einzusetzen, sagen, ich nehme was anderes als Repräsentation für die Wörter. Und dann brauche ich aber nicht über Wortgrenzen hinwegzugehen. Und der Vorschlag von McNamee und den Co-Autoren von McNamee war eben zu sagen, ja, was ist denn, wenn man einfach alle 4 und 5 Gramme als sogenannte Pseudo-Wortstämme benutzen? Also für das Wort relevant nehmen wir dann einfach Relle, Elef, Leffa, Evan und Wend oder Relef, Elevan, Levan und Ewand und stellen dann fest, na gut, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal sprachunabhängig. Also das kann ich für Englisch, für Deutsch machen, für Sprachen, die eben so buchstabenbasiert sind. Und ist häufig sogar im Retrieval-Sinne besser, also beispielsweise auf englischen Dokumenten, als wenn ich jetzt Porter oder Kroberts gestemmt hätte. Das Problem, was man dabei bekommt, ist, für jedes Wort habe ich jetzt eben nicht nur eine Stammform, sondern ich merke mir jetzt beispielsweise für das Wort relevant, wenn ich jetzt sage, ich nehme alle 4 Gramme oder alle 5 Gramme, im Fall von 4 Gramm merke ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Stück, im Fall von 5 Gramm eben 1, 2, 3, 4 Stück. Das ist also fünfmal oder viermal so viel Dinge, die ich mir als Stamm für das Wort relevant merken müsste. Das heißt, der Index wird schon ein ganzes Stückchen größer. Also das Vokabular im Index wird größer und auch der Index wird größer. Wenn ich mir jetzt für jeden dieser Wortstammteilstückchen eben auch merken will, an welcher Stelle im Dokument der beispielsweise stand, dann wird der Index also vier, fünfmal so groß wie vorher. Also wie wenn ich jetzt nur beispielsweise den Porter oder Kroberts Stem mir gemerkt hätte. Wenn das aber kein Problem ist, speicherplatzmäßig, dann ist die Beobachtung hier eben gewesen, dass das für sowas wie Englisch beispielsweise ganz gut funktioniert. Also besser als mit Porter oder Kroberts-Stimme beispielsweise. Zumindest in der einen oder anderen experimentellen Studie und ja, muss man sich hier dann einfach so ein bisschen drauf verlassen oder eben die Studie nochmal für den konkreten Anwendungsfall, mit dem man sich selber rumschlägt, einfach nochmal wiederholen und sagen, okay, beispielsweise, wenn ich eine Argumentsuchmaschine baue, funktioniert das denn hier gut oder nicht? Wie ist es, wenn ich da so ein paar kleine Beispiel-Topics mir beispielsweise ausdenke und einfach mal gucke, ob das einen Unterschied macht, wie ich die Dokumente stemme. Die Argumente dann vielleicht in dem Fall. Jetzt ist grundsätzlich egal, welches Verfahren ich angewendet hätte, also regelbasiert mit Dictionary oder beispielsweise einfach nur diese Character-Engrams.
ist die Frage, was packe ich denn jetzt tatsächlich in meinen Index? Nur die Stems? Nur die Original-Tokens? Ja gut, dann hätten wir uns eigentlich über Stemming jetzt gar nicht unterhalten müssen, aber vielleicht kommt ja raus, Stemming ist gar nicht so gut. Oder mache ich beides? Also Stems und die Original-Tokens. Und die grundsätzliche Antwort ist, aus Flexibilitätssicht würde man sich als Suchmaschine immer für das Letzte entscheiden wollen, wenn Platz kein Problem ist. Wenn Platz ein Problem ist und ich wirklich kritisch bin und ich jetzt nicht mal Porter, Stems und Original mir merken kann, also der Index wird dann quasi doppelt so groß sein, wenn ich das nicht kann, dann muss ich mich entscheiden und sagen, naja gut, vielleicht nehme ich nur die Stammform, weil ich dann flexibler bin und auf eben verschiedene Flexionen reagieren kann. Vielleicht ist meine Kollektion insgesamt nicht so groß. Dann habe ich die Hoffnung, dass ich mit der gestemmten Fassung immerhin so Connection-Abbildungen hinkriege, die ich ansonsten vielleicht nicht schaffen würde. Also aus Flexibilitätssicht wäre aber immer die Antwort beides. Sowohl die Stämme, egal wie ich die berechnet habe, Porter-Stämmer, Corbett-Stämmer oder eben Charakter-Engrams und die Original-Token. Im Hinterkopf muss man behalten, wenn ich Porter- oder Corbett-Stems benutze, dann verdoppelt sich der Index. Wenn ich die Charakter-Engrams dazu nehme, dann wird der Index sogar noch einen Faktor größer. Also wenn ich 4 Gramme dazu nehme, eben sowas wie mindestens für jedes Wort so viele 4 Gramme, wie das Wort hat. Also das Vokabular bläht sich auf. Entsprechend habe ich vielleicht auch dann jeweils mehr Postlisten und in jeder Postliste habe ich dann für dasselbe Wort entsprechenden Eintrag. Also wird der Index dann 4, 5, 6, 7, 8 mal so groß. Das kann gegebenenfalls zu teuer sein. Aber sowas wie Porter und Original in den Index zu packen, macht meistens schon Sinn, wenn man dann sagt, naja gut, wenn ich beispielsweise für eine Anfrage genug Treffer mit der Form des Terms, die ich in der Anfrage vorfinde, finde, dann brauche ich nicht noch nach dem Stem zu schauen. Wenn ich mit der Form in der Anfrage nicht genug finde, dann schaue ich halt nochmal nach der gestemmten Form und versuche dann so mehr Treffer zu liefern. Zumindest ist das so die Grundidee, die beispielsweise bei nicht zu großen Kollektionen eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zwar so eine Flexion in der Anfrage von dem Term drin, ich finde damit jetzt nur 3 Treffer, dann gucke ich halt noch nach allen anderen Formen, indem ich einfach nach dem Stem suche und dann finde ich halt auch die anderen Varianten. Eine Idee, die man auch machen könnte, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht quasi die Stems alle extra in den Index packen, könnte sein, dass man sich halt so eine Art Dictionary baut, wo man halt für ein Wort die Grundform drin sich merkt und dann über die Grundform verlinkt auf andere Formen des Wortes finden könnte, sodass ich einfach nur die Originalterme in den Index packe und dann zur Anfragezeit eben sagen, okay, welche Worte haben denn den gleichen Stamm wie dieses Wort hier, dann suche ich die einfach im Index auch. Spare ich wieder ein bisschen Platz, erkaufe ich mir aber dadurch, dass ich ein bisschen Zeit eben zur Anfragezeit dann zum Berechnen in Kauf nehmen muss. Also sozusagen Platz über Zeit, das ist ja häufig so ein Ding, was ich sage, wenn ich Platz sparen will, muss ich halt ein bisschen mehr Berechnungszeit häufig mit in Kauf nehmen. Aber das könnte man auch machen. Wenn aber Platz kein Problem ist, dann speichert man einfach die Stems und die Originaltoken im Index, genauso wie beim Stoppen, wo man sagt, naja, wenn Platz kein Problem ist, entferne ich die Stoppworte halt nicht. Dann kann ich immer noch zur Anfragezeit entscheiden, was ich machen will. Genauso eben bei Stems und Originalform. Ich bin zur Anfragezeit flexibler. Entweder suche ich den Stem noch mit oder halt nicht. Ansonsten ja, haben wir die ganze Zeit bis jetzt hier nur über einzelne Token, Einzelwörter sozusagen gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass in vielen Phrasen tatsächlich, in vielen Sprachen, jetzt habe ich schon Spoiler-Alarm, in vielen Sprachen sind Phrasen tatsächlich auch wichtige Bestandteile und auch Anfragen enthalten oft Phrasen. Das sind dann Tokenfolgen, die häufig wahrscheinlich zusammen vorkommen. Sowas wie Information Retrieval ist halt einfach eine Phrase. Wenn ich Retrieval sehe, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass davor noch Information steht, beispielsweise. Es ist natürlich nicht immer so, aber als Phrase macht Information Retrieval auch Sinn. Die zwei Wörter gehören halt zusammen. Beispielsweise heißt ja die Vorlesung so. Und solche Folgen nennt man Phrase. Das können neben solchen Konzepten wie Information Retrieval auch Sachen sein wie Personennamen, Ortsnamen, Produktnamen oder irgendwelche Organisationen, also Firmen oder so weiter. Aber eben auch so Konzepte wie Information Retrieval oder Text Analysis oder so, wo man sagt, naja, eigentlich will ich, dass Information Retrieval, wenn ich das als Suchanfrage eingebe, dass das als Phrase gesucht wird. Also dass die zwei Wörter in den Dokumenten, die zurückgeliefert werden als Ergebnisse, dass die tatsächlich hintereinander stehen.
Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass man natürlich mit einem Index, in dem die Einzelwörter drinstehen und die Position schon auch Phrasen an Fragen beantworten kann. Also wenn ich weiß, dass im Dokument X Information an Stelle 7 und Retrieval an Stelle 8 steht, dann weiß ich auch, die Phrase kommt vor. 7 und 8 sind halt direkt aufeinander folgen. Aber ich muss zur Anfragezeit eben diese Berechnung durchführen, ob es tatsächlich passt. Und schneller wäre ich, wenn ich einfach die Phrasen, die wichtigen Phrasen zumindest, mit im Index speichere. Also beispielsweise nicht nur Information und Retrieval als Einzelwörter jeweils eine Postliste bekommen, sondern wenn ich eine extra Postliste für Information Retrieval habe und sage, ah, wenn ich Information Retrieval in der Anfrage sehe, gucke ich gleich in die Postliste für Information Retrieval. Die wird kürzer sein und damit spare ich dann wieder Zeit. Ich kaufe mir das Zeitsparen natürlich jetzt wieder dadurch, dass ich es in Indexkurse mache. Prinzipiell, um Phrasen zu beantworten, gibt es aber im Prinzip drei mögliche Formen, wie man es machen könnte. Man könnte also Positionen speichern und sagen, ich speichere im Index halt als Indexterme nur Einzelwörter, Einzeltoken, merke mir aber, an welcher Stelle im Dokument das stimmt. Dann kann ich später gucken, ob die hintereinander stehen. Also wenn ich weiß, Information Retrieval, also Information steht im Dokument X an Stelle 7, Retrieval an Stelle 8, dann weiß ich, es kommt als Phrase vor. Was ich auch machen kann, wenn ich mir die Positionen merke, ist tatsächlich noch sowas wie Proximity, also wie nah sind zwei Sachen zusammen. Ich könnte sagen, ich will nur Dokumente, in denen Information und Retrieval höchstens Wortabstand 5 haben, also 4 Wörter dazwischen oder sowas. Das muss ich dann aber eben auch zur Anfragezeit ausrechnen. Aber wenn ich die Position bemerke, kann ich auch sowas machen. Andere Idee, N-Gramme, jetzt nicht mehr Charakter-N-Gramme, sondern Token-N-Gramme. Also ich speichere beispielsweise einfach alle Folgen von Token der Länge höchstens 5 oder so. Und dann wird mein Index halt auch größer, das Vokabular wird größer. Aber der Index selbst, wenn ich jetzt zu den Token Unigramm auch die Token Bigramme noch dazu schmeiße, wird halt nur doppelt so groß. Also in einem Dokument, was M viele Wörter hat, wenn ich da frage, wie viele Unigramme stehen drin, na gerade M, also M Token Unigramme, also wenn ein Dokument M Token hat, dann sind M Token Unigramme drin und M-1 Token Bigramme. Also ungefähr genauso viel. Pi mal Daumen, also wird der Index doppelt so groß werden, weil ich ja für jedes Bigramm dann eben auch beispielsweise einen Eintrag in den Index habe und dann habe ich nochmal so viele Postings im Prinzip grob, ein kleines bisschen weniger, aber grob, wenn man es asymptotisch betrachtet, wird der Index also doppelt so groß. Wenn ich noch die Trigramme dazu nehme, würde er dann noch einmal größer. Also ich merke mir sozusagen auch noch die Charakter-Trigramme, habe ich dann also, wenn ich Bigramme und Trigramme haben, ein Index, der ist dann dreimal so groß wie der Originalindex, wenn ich nur die Unigramme drin hätte. Und dann ist halt die Frage, was kann ich mir denn leisten? Also wie groß kann ich meinen Index denn machen und kann mir noch die entsprechende Maschinerie dafür leisten? Und als letztes könnte man sagen, naja, Positionen, okay, mache ich vielleicht, aber Token-N-Gramme, das ist mir ein bisschen zu teuer. Da sind ja dann auch viele Token-N-Gramme drin, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ich extrahiere erstmal nur Nominalphrasen, also Phrasen, die als Kopfwort ein Nomen haben, weil ich festgestellt habe, dass das Phrasen sind, die häufig in Anfragen vorkommen. Also Kopfwort ist ein Nomen, Substantiv. Ja, all das kann man probieren. Man kann auch beispielsweise Positionen auch für Nominalphrasen oder für Token-N-Gramme sich noch abspeichern und kann dann eben beispielsweise, wenn ich nur Token-Digramme im Index habe, aber ich merke mir die Position eben auch überlappen und fragen, ob jetzt quasi ein Trigramm enthalten ist, indem ich halt die beiden Bigramme, die Teile sind, überprüfe, ob die da hintereinander im Dokument stehen. Das könnte also auch so eine Mischform dann wieder sein, um ein bisschen Indexgröße zu sparen und gleichzeitig eben Trigramm oder solche Anfragen schneller zu beantworten, als wenn ich die Berechnung für Wortunigramme nur mache, ob die zu dritt hintereinander stehen. Das geht halt bei Unigramm muss ich drei Positionen überprüfen, wenn ich Bigramme im Index habe, muss ich nur zwei überprüfen, geht ein bisschen schneller. Und ich habe die schnellere Antwort, falls ich in der Anfrage sowieso nur zwei Wörter habe, dann gucke ich einfach nur, ob ich das als Bigramm vielleicht tatsächlich schon habe und gebe nur entsprechend die Postliste quasi zurück. Heutzutage spricht man halt oft von Phrasen und meint damit alle möglichen Wortgruppen, ohne dass man jetzt irgendwie das noch von anderen Sachen trennt. Aber also in der linguistischen Analyse würde man Wortgruppe und Phrase gegebenenfalls auch noch so ein bisschen trennen und mit Phrase beispielsweise manchmal auch nur Einzelworte meinen oder so. Das ist so ein bisschen, naja, kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Sprachraum man ist, aber
Ja, ich habe mir einfach angewöhnt, irgendwann Phrase zu sagen und versuche das einigermaßen durchzuhalten, aber ja, manchmal kann man auch einfach Wortgruppe oder sowas. Ja. Schauen wir uns an, was passieren würde, wenn man es versucht, mit Token N-Grammen zu machen. Auf die Nominalphrasen, solche Geschichten gucken wir dann später, wenn wir uns um die Information Extraction kümmern. Das ist so ein bisschen fortgeschrittenerer Schritt, kommt dann im nächsten Teil ein bisschen genauer dran. Also was wäre, wenn ich erstmal sage, ich will alle Token oder Wort-N-Gramme, so platt gesagt, abspeichern? Naja, in einem Dokument, was m Wörter hat oder einer Tokenfolge der Länge m, kann ich dann m-n plus 1 verschiedene Token-N-Gramme finden. Hier ist es jetzt so, dass mich das Leerzeichen mit interessiert. Ich will ja Token sozusagen haben. In so einem Beispiel wie The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog habe ich also als Unigramme, ein Gramme, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, also jedes Wort für sich, jedes Token für sich. Als Bigramme habe ich The Quick, Quick Brown, Brown Fox und so weiter. Also man sieht, wie das überlappt. Also ich schiebe quasi so ein Fenster der Breite 2 über den Satz drüber. 3 Gramme sind dann The Quick Brown, Quick Brown Fox und so weiter. Also auch da wieder entsprechende Überlappung. Ich schiebe das Fenster der Breite 3 immer um 1 weiter. Was beobachtet man, wenn man sich so ein bisschen mit N-Gramm beschäftigt? Naja, N-Gramme der Länge größer gleich 1, wenn ich die kombiniere, dann erfüllen die häufig die Zipf-Verteilung, also diese Zipf-Gesetzmäßigkeit besser als einfach nur Wörter selbst. Also sobald ich sie kombiniere, hat mal jemand beobachtet, scheint das leichter zu sein, so dieses Zipf-Gesetz dann abzubilden. Das Heaps-Gesetz funktioniert für n größer 1 nicht, da braucht man andere Sachen. Ansonsten ist es so, wenn ich also neben meinem Unigramm die Bigramme noch mit dazu packe, dann wird mein Index doppelt so groß. Wenn ich auch noch die Trigramme mit dazu packe und die Bigramme, dann wird mein Index dreimal so groß und so weiter und so fort. Also wächst linear, Pi mal Daumen, ne? Weil einfach für fast jedes Bigramm habe ich halt auch ein Unigramm, was an der Stelle beginnt, sogar eins mehr. Für die Trigramme, da sind es dann zwei weniger, aber im Prinzip habe ich größenordnungsmäßig so viele Anfangsstellen von Trigrammen, wie ich auch von Unigramm habe, größenordnungsmäßig und kein großer Unterschied. Also deswegen wächst der Index dann quasi linear mit der Länge der Gramme, die ich noch mit dazu nehme. Also immer davon ausgegangen, dass ich die Unigramme und die Bigramme auch mit dazu nehme. Wenn ich sage, ich habe auch Trigramme im Index, dann will ich nicht nur die Trigramme haben. Unigramme und ja, also vor allem die höherwertigen N-Gramme, sowas wie 2, 3, 4, 5 Gramme, die eben eine bestimmte Häufigkeit überschreiten, das deutet dann so an, was gebräuchlich ist. Also wenn ich eben gucke, was sind denn so in meinen Webdokumenten häufige 5 Gramme, das ist dann einfach gebräuchliche Formulierung. Das könnte vielleicht manchmal nützlich sein. Und ansonsten kann man auch überlegen, wenn man sagt, wenn ich Stopworte vielleicht nicht als Unigramme behalten will, dann aber zumindest Stopwort-N-Gramme, also Folgen von Stopwörtern. Also beispielsweise für sowas wie das Shakespeare-Beispiel könnte ich halt sagen, naja gut, wenn ich jetzt schon nicht die Stopwörter einzeln im Index haben will, vielleicht habe ich zumindest Folgen von 3 oder 4 Stopwörtern im Index und dann kann ich mir to be und not to be aus den Stopwörtern wieder zusammenbasteln, aber eben ja, verliere nicht die Stopwortfunktionalität ganz im Index. Ansonsten, selbst wenn ich die Stopwörter auch als Unigramme im Index behalte, selbst dann kann es oft Sinn machen, auch Stopwort-N-Gramme noch in den Index zu packen, weil ich dann einfach deutlich kürzere Postlisten haben werde. Wenn ich beispielsweise sowas wie to be oder so dann suche, dann bin ich deutlich schneller, wenn ich einfach durch eine Postliste durchgehe, als wenn ich die Postlisten von to be und or aufeinander mappen müsste und eben gucken müsste, mich da einzeln durchhangeln müsste, was da tatsächlich zusammenpasst. Auch das könnte eine Idee sein. Und grundsätzlich im Hinterkopf immer behalten, ich erkaufe mir dadurch, dass ich meinen Index größer mache, Zeitgewinn beim Anfrageverarbeiten. Und oft ist das tatsächlich ein entscheidenderer Punkt, als wie groß eigentlich der Index wird, wie viel Kosten ich für den Index zum Vorhalten im Hauptspeicher aufwende, weil ich einfach sage, die Anfragen müssen schnell beantwortet werden und mit längeren Zeichenfolgen, die ich in der Anfrage auch als entsprechende Zeichenfolge finde, bin ich einfach schneller, weil ich dann einfach nur direkt eine Postliste ablesen muss und nicht erst noch Postlisten merchen muss beim Query Processing. Kommen wir später nochmal dazu,
müssten wir uns fragen, wie man den Index eigentlich benutzt, aber schon mal vorab, kurze Postlisten sind schneller durchzulaufen und Postlisten mergen kostet eben einfach ein bisschen Zeit zum Anfragezeitpunkt. Wenn ich mir das sparen kann als Suchmaschine, bin ich immer froh. Google hat mal tatsächlich vor ein paar Jahren einen Datensatz rausgegeben, der alle Token oder ja, Token-N-Gramme enthalten hat, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Index hatten. Und dieser Datensatz, der heißt Google Web 1T 5 Gramm Version 1, basiert auf ungefähr 95 Milliarden Webseiten. In diesem Datensatz selbst sind ungefähr 13,5 Millionen verschiedene Unigramme drin, 314 Millionen Bigramme und man sieht, das wächst. Aber dann nach den 4 Gramm hört es wieder auf. Woran liegt das? Naja, es liegt so ein bisschen daran, dass man einen Mindesthäufigkeitsschwellwert hat von 40 für Bi, Tri, 4 und 5 Gramme und von 200 für Unigramme, also Sachen, die seltener als 200 sind, Unigramme, die seltener als 200 Mal vorkamen in dem Web, was Google damals kannte, die sind rausgeflogen und eben auch Bi, Tri, 4 und 5 Gramme, die nicht mindestens 40 Mal vorgekommen sind, die sind hier nicht mit drin. Deswegen sieht man dann hier so einen Abfall nach den 4 Gramm, weil eben die 5 Gramm dann entsprechend seltener werden. Das häufigste 3 Gramm in diesem Datensatz im englischen Web ist All Rights Reserved. Da sieht man gleich, scheint irgendwie ein bisschen rechtmäßig restriktiv zu sein. Man will halt nicht, dass jeder irgendwie alles machen darf. Und ansonsten ist es aber nicht so, dass es nur Stopwort-N-Gramme sind, die das englischsprachige Web oder das Web allgemein dominieren. Also man findet schon häufig in den N-Gramm tatsächlich dann auch Nicht-Stopwörter mit drin. Das heißt, es könnte sinnvoll sein, die auf jeden Fall irgendwie mit abzuspeichern, weil vielleicht dann jemand auch mal danach sucht und man es dann vielleicht schnell beantworten kann. Ansonsten ist aber so, der Hauptanwendungsfall für N-Gramme neben eben schnelles Beantworten von Suchanfragen, typischerweise sowas wie Sprachmodellierung im Sinne von, was meine ich damit, eigentlich nur Häufigkeitsverteilung. Man will halt wissen, wenn ich die drei Wörter habe, was ist denn das häufigste nächste Wort? Oder wenn ich die vier Wörter habe, was ist das häufigste nächste Wort? Das bezeichnet man häufig als Sprachmodell, meint damit eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsverteilung, eben für Sprache. Und man spricht dann auch oft von Markov-Modellen, wenn man halt sagt, ich habe basierend auf den N-1-Token vorher das Ente-Token vorhergesagt. Das ist typisches Anwendungsgebiet für solche Wort-N-Gramm-Häufigkeiten. Und ja, Google hat eben beispielsweise dann offenbar in seinem Index damals, 2006, nicht nur Unigramme und Bigramme gehabt, sondern auch Tri, Phi, 4 und 5 Gramme und hat einfach den Speicherplatz in Kauf genommen für den Index, um halt dann zu sagen, ich kann jetzt entsprechend die Anfragen, wo sowas als Phrase drin vorkommt, einfach schneller beantworten. Mit einem Häufigkeitsschwellwert nach unten, also die ganz seltenen Sachen, die waren es dann doch nicht, die sie mitspeichern wollten, aber im Prinzip sieht man hier mehr als 1 Milliarde 4 oder 5 Gramme jeweils und fast 1 Milliarde Trigramme. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man die alle im Index vorhalten will. Die sind ja dann entsprechend nicht nur einmal im Index, sondern eben für jedes Vorkommen, was ein Trigramm hat oder so im Web, habe ich dann halt ein Posting in meinem Index mit zu verwalten. Addiert sich ganz schön auf im Vergleich zu dem Unigramm. Insgesamt sind natürlich aber eben nur genauso viele Postings für Bigramme da oder eben ein bisschen weniger als für Unigramme. Wenn ich mit einem Häufigkeitsschwellwert noch vorgehe, dann eben tatsächlich noch ein bisschen weniger und dann nochmal ungefähr so viele für die Trigramme und so weiter. Also dieser lineare Zusammenhang, den hat man trotzdem. Der gilt natürlich nicht für die Vokabulargröße. Das ist hier die Vokabulargröße, also die Anzahl der verschiedenen Unigramme. Aber wenn ich die alle mit im Index hätte, ist der Index trotzdem nur ungefähr 5-mal so groß. Aber Google hat das eben offenbar in Kauf genommen und fand das nützlich damals. Ja, dieser Spruch, all our n-grams are belong to you, ist ein bisschen inspiriert aus so einem Übersetzungsfehler aus einem Videospiel aus den 90ern. Da hat mal jemand all your bays are belong to us gesagt, nicht so ganz grammatikalisch korrekt. Und neben den Web T1 5 Gramm gibt es natürlich auch noch die vielleicht bekannteren Google Books n-Gramme. Dafür gibt es auch einen Viewer, wo man eben so Gebräuchlichkeit von Formulierungen über auch die letzten Jahrhunderte sich anschauen kann. Also wenn Sie damit mal rumspielen wollen, ist ja auch verlinkt, ist dann eben die nicht die Häufigkeit im Web von Phrasen, sondern die Häufigkeit von Phrasen
in Büchern, die man dann auch über die Zeit eben miteinander vergleichen kann und beispielsweise die englische Sprache des 15., 16. Jahrhunderts mit den aktuellen Sprachen zu vergleichen, zu sagen, okay, bestimmte Wörter, bestimmte Phrasen sind aus dem aktuellen Sprachgebrauch natürlich dann irgendwann doch verschwunden, sagt man dann heute vielleicht nicht mehr so. Und früher hat man aber dafür andere Phrasen gar nicht gekannt. Was haben wir damit gemacht? Kleiner Werbeblock, neben dem NLP-Vorlesungswerbeblock noch ein anderer für NetSpeak. Ist eine Suchmaschine, die diesen Web T1 5-Gramm-Korpus von Google quasi indiziert und hilft, gebräuchliche Formulierungen zu finden. Beispielsweise so eine Art ja, reguläre Ausdrücke, inspirierten Notationen. Man kann sagen, ich will wissen, was sind denn die häufigsten Phrasen, die mit C anfangen und mit Works aufhören. Und dann bekommt man so eine Tabelle, absolute Häufigkeiten, relative Häufigkeiten und weiß, was die entsprechenden Phrasen sind. Und das ist manchmal ganz nützlich, wenn man sich fragt, was ist denn jetzt eine gebräuchliche Präposition nach einem Verb oder so beispielsweise. Außerdem gibt es noch andere Möglichkeiten. Man kann auf das Plus drücken und quasi dann sowas wie Snippets bekommen und sagen, ah ja, okay, das ist das, was ich meine, der Zusammenhang passt so ungefähr. Das ist eine Phrase, die ich benutzen will, beispielsweise, auch wenn es nicht die ist, die quasi die absolut größte Häufigkeit hatte. Und ich kann auch andere Operatoren benutzen, sowas wie ein Hash für Synonyme, wenn ich sagen will, irgendwas weiß viel, dann stelle ich halt hier fest, naja gut, man scheint and knows a lot sagen zu müssen oder zu schreiben zu müssen, weil es am gebräuchlichsten ist. Das ist jetzt nicht unbedingt immer korrekt, ne? Aber es ist einfach gebräuchlich und wenn ich so schreibe oder spreche, wie es gebräuchlich ist, dann werde ich wahrscheinlich besser verstanden und irgendwann, Sprache ist dynamisch, ist wahrscheinlich auch dann das Gebräuchlichste irgendwann dann doch richtig, weil es in die entsprechenden Wörterbücher aufgenommen wird. Aber spielen Sie ruhig mal ein bisschen mit NetSpeak auch rum. Ist ganz nützlich, wenn man eben in einer Sprache schreibt, so wie Englisch, in der man ein gewisses Sprachgefühl hat, was aber vielleicht nicht die Muttersprache ist, und man sich dann häufig fragt, was ist beispielsweise die korrekte Wortreihenfolge oder von zwei Alternativen, welches besser. Für all sowas haben wir Operatoren. Wenn Sie das mal wieder brauchen, weil Sie irgendwie einen englischen Text oder so schreiben, gucken Sie mal rein. Ist ganz nützlich und ist im Prinzip einfach nur basierend auf diesem Google-Korpus, den die da released haben, mit einem entsprechenden Interface dazu. Ja, so viel zum Bereich Dokument parsen. Im nächsten Schritt werden wir noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wir sind ja immer noch dabei, Indexterme bestimmen zu wollen. Also wir haben uns jetzt schon so im Prinzip entschieden, Stoppwörter mit zu indizieren, Wortstämme und die Originalform sozusagen zu indizieren, vielleicht auch sowas wie N-Gramme zu indizieren, weil Platz vielleicht nicht so das Problem ist, aber wir uns eben Laufzeitersparnisse dadurch erkaufen können zum Anfragezeitpunkt. Wir hatten aber noch gesagt, naja, vielleicht will ich doch nicht alle N-Gramme, vielleicht mache ich so mit so einem Häufigkeitsschwellwert, so wie Google oder so, das könnte eine Idee sein, aber vielleicht wollen wir auch noch bestimmte Noun Phrases oder Named Entities irgendwie noch ein bisschen prominenter auch herausstellen und erkennen, dass irgendwas ein Stadtname ist, beispielsweise. Solche Geschichten werden dann im nächsten Teil zur Informationsextraktion kommen. Danke erstmal.